Insbesondere darf ich die Gäste auf dem Podium begrüßen, die ich gleich dann nochmal vorstellen möchte und Ihnen schon mal herzlich danken, dass Sie hierher gekommen sind zu dieser Veranstaltung. Hier steht der Titel auch drauf: Wie steht es bei den Parteien um die Bundestagswahl, der Vorbereitung und so weiter. Sie wissen ja, nächstes Jahr, wahrscheinlich September, der Termin, glaube ich, steht noch nicht fest, ist Bundestagswahl. Und die Parteien beginnen ja, sich so allmählich vorzubereiten. Also wenn man sich so in den Parteien tummelt, merkt man, jetzt wird gerade das Programm geschrieben. Da werden dann Anfragen gemacht oder da kommen dann so Anfragen. Ah, wir müssen auch mal ein paar Zeilen formulieren, damit wir überhaupt in diesem Programm vorkommen. Ich weiß nicht, ob Sie Parteiprogramme lesen, aber jedenfalls Parteien nehmen solche Programme ziemlich ernst. Und wenn man sich da in eine Partei bewegt, und ich bin nicht Mitglied, aber arbeite damit und ich habe auch schon den Aufwand, wir müssen jetzt mal ein paar Zeilen schreiben. Und vielleicht bringen wir heute noch mal ein paar Anregungen, was da im Moment geschrieben wird. Und natürlich, es geht, und das wird im September ganz sozusagen virulent, es geht um die Aufstellung der Kandidaten. Da wird es richtig ernst, weil da geht es um Jobs und Einkommen, Prominenz und da wird sozusagen die Reihenfolge festgestellt, wer aufgestellt wird und wer nicht. So, und die Parteien beginnen natürlich dann auch organisatorische Vorbereitungen, sprich, die überlegen sich oder haben sich schon überlegt, wen beauftragen sie als Agentur, die sozusagen professionell den Wahlkampf managt mit allen möglichen Kommunikationsmitteln. Das heißt, wir fragen uns heute, wie sieht der Stand der Vorbereitung aus, welche sind die wahrscheinlichen Wahlkampfthemen, die werden ja auch demnächst festgelegt und was wollen die Parteien anders als bei der letzten Bundestagswahl machen und natürlich, was uns auch und wahrscheinlich auch die Zuhörer ganz brennend interessiert, welche neuen Formen der Kommunikation gibt es? Da hat mal jemand nach Amerika geguckt und gesagt, oh Gott, so genau, so wie Obama wollen wir es machen. Also wir brauchen mehr sozusagen diese Social Media Komponente und so weiter. Und wir wollen natürlich dann auch von den Parteivertretern und Vertreterinnen, die auch drüben wissen, was machen die Parteien mit einer immer größer werdenden Gruppe, die einfach nicht zur Wahl gehen. Das heißt, wie kann die Attraktivität der Parteien steigern. So, das ganz kurz zum Einstieg, worum es geht. Jetzt nochmal zur zeitlichen Gestaltung. Es gibt jetzt einen kurzen Input, eine kurze Input-Vorstellung, die macht Sascha Futh, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Fachgebiet politisches System und die hat auch die Veranstaltung mitorganisiert. Ganz herzlichen Dank, Sascha. Nach dieser kurzen Präsentation, die so schlaglichtartig uns nochmal ein paar Zahlen vergegenwärtigt, wie war es bei der letzten Bundestagswahl, wie sieht es mit den aktuellen Umfragen, mit der Sonntagsumfrage aus, wie sieht es aus mit Stimmensplitting und so weiter, geht es dann hier auf das Podium. Wir machen so etwa hier auf dem Podium eine Stunde und dann sollten Sie sich schon Fragen überlegt haben, sozusagen die letzten 30 Minuten sollten Sie dann Fragen stellen. Zu Ende wird es sein, Frau Gottschalk hat mich schon darauf hingewiesen, dass sie einen Anschlusstermin hat. Ich habe auch einen Anschlusstermin und viele andere auch. Also das heißt, so 7:45, 8:10 sollten wir dann sozusagen zur Landung ansetzen oder beziehungsweise gelandet sein. Das heißt, damit wir auch dann an die Orte kommen, wo wir dann hin möchten. So, jetzt bitte ich Sascha Futh um die Präsentation, eine kurze Vorstellung, sozusagen nochmal Futter und Infos für alle, um sich den Stand, worüber wir diskutieren, nochmal zu vergegenwärtigen. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Wie Herr Stehl schon gesagt hat, gebe ich jetzt einen kurzen Rückblick darüber, wie ist eigentlich die Bundestagswahl 2009 ausgegangen und wie hat sich eigentlich das deutsche Parteiensystem seitdem entwickelt. Nochmal zur Erinnerung, das Ergebnis der Bundestagswahl 2009.
Damals war die Union die einzige Partei, die es über 30% geschafft hat und sie hat auch deutlich mehr, also etwa 10 Prozentpunkte mehr als die SPD. Und die drei kleinen Parteien waren alle über 10%, sodass man sagen konnte, dass man schon von mittelgroßen Parteien sprechen kann. Die Piratenpartei schaffte es damals nicht in den Bundestag, sie erreichte 2 Prozentpunkte und war damit die damals größte Partei unter den sogenannten sonstigen Parteien. Ganz interessant ist es, wenn man sich das Stimmensplitting bei der Bundestagswahl 2009 anguckt. Nochmal zur Erinnerung, man hat bei der Bundestagswahl die Möglichkeit, 2 Stimmen abzugeben. Mit der Erststimme wählt man einen Kandidaten des Wahlkreises und mit der Zweitstimme eine Partei. Und das deutsche personalisierte Verhältniswahlrecht macht es dabei wahrscheinlicher, dass Abgeordnete der großen Parteien die Mehrheit bei der Erststimme erhalten. Und das bietet dann wiederum die Möglichkeit für die Wähler auch praktisch zu wählen, um bestimmte Koalitionen, die sie präferieren, zu unterstützen. Und diese Möglichkeit, seine Stimme zwei verschiedenen Parteien abzugeben, hat bei der letzten Bundestagswahl den Höchststand erreicht, nämlich fast jeder Vierte oder mehr als jeder Vierte sogar der deutschen Wähler gab seine Stimme zwei unterschiedlichen Parteien, also zwei Stimmen auf zwei unterschiedlichen Parteien. Wenn man sich nun anguckt, ob auch taktisch gewählt wurde, dann kann man zum einen gucken, die eine Möglichkeit taktisch zu wählen ist, dass man mit der Zweitstimme den kleineren Koalitionspartner unterstützt. Da sieht man aber hier, dass da taktisch eigentlich wenig gewählt wird, also dass man hier kein taktisches Wählen feststellen kann. Eine andere Möglichkeit ist aber, dass man mit der Erststimme den größeren Koalitionspartner unterstützt. Und da sieht man hier, dass in den klassischen Lagern CDU, FDP und SPD, Grüne, dass hier schon so ein taktisches Wählen stattfindet, also dass die SPD und die CDU davon profitieren, dass sie von den kleineren Parteien oder von den Wählern der kleineren Parteien die Erststimmen erhalten. Die SPD profitiert hier außerdem auch von den linken Wählern. Dieses Stimmsplitting hat bei der Bundestagswahl vor dem Hintergrund stattgefunden, dass die FDP und die Union eigentlich frühzeitig sich zu einer Koalition bekannt hatten, also zu einer gemeinsamen Koalition bekannt hatten. Und SPD und Grüne hatten eigentlich auch gesagt, dass sie gemeinsam eine Wunschkoalition bilden würden. Allerdings war es von den Umfrageergebnissen eher unrealistisch, dass diese Koalition auch zustande kommen könnte. Schaut man sich jetzt an, wie das Parteiensystem sich seit der Bundestagswahl verändert hat und guckt sich dafür die Ergebnisse der Landtagswahlen an, dann ist es so, dass seit der Bundestagswahl 11 Landtagswahlen stattgefunden haben und in allen diesen 11 Landtagswahlen hatte Schwarz-Gelb keine Mehrheit. Es war sogar so, dass in 6 von 11 dieser Landtagswahlen die FDP es nicht geschafft hat, über die 5%-Hürde zu kommen. Wenn sie es geschafft hat, dann meistens nur knapp bis auf die Beispiele Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, wo man jetzt bei der FDP wieder so einen Aufwärtstrend erkennen kann. Die CDU fährt ihre schlechteren Ergebnisse vor allem in den Stadtstaaten ein und im Gegensatz dazu ist dann die SPD vor allem in den Stadtstaaten besonders gut und im Durchschnitt ist es auch so, dass die SPD höhere Ergebnisse als die CDU einfährt. Guckt man sich die Grünen an, dann wird deutlich, dass sie deutlich über 10% erreichen, außer in den ostdeutschen Bundesländern und im Saarland und dass sie auch über 10% erreichen, trotz guter Ergebnisse bei der Piratenpartei. Und die Hochburgen der Grünen liegen in Baden-Württemberg, Berlin und Bremen. Bei der Linken ist es so, dass sie gute Ergebnisse in den ostdeutschen Bundesländern einfährt und im Saarland. Und dass man daher schon wieder so eine Trendrichtung zurück zur Regionalpartei Ost erkennen kann, weil sie es in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen nicht geschafft hat, die 5%-Hürde zu überschreiten. Die Piraten erleben seit der Berlin-Wahl 2011 einen Aufwärtstrend und haben bis jetzt so konstant etwa auf 8%. Sodass man insgesamt sagen kann, dass neben der CDU und der SPD sich die Grünen jetzt so als drittstärkste Partei etabliert haben und dass die anderen zwei kleinen Parteien zum Teil Probleme haben, die 5%-Hürde zu überschreiten. Schauen wir uns jetzt Umfragen zur Bundestagswahl an. Das sind die drei aktuellsten Umfragen.
wo gefragt wurde, wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, dann sieht man, dass die Union immer über 30% erhalten würde laut diesen Umfragen. Also sie liegt damit auch deutlich oder liegt damit über der SPD. Die SPD ist immer so um die 30% in etwa. Die Grünen erreichen als einzige Partei nach diesen Umfragen immer über 10%. Bei der FDP ist es ein bisschen schwierig, mal schafft sie die 5%-Hürde, mal nicht. Und bei der Linken, die liegt generell knapp über der 5%-Hürde und die Piratenpartei liegt eigentlich so konstant bei 8%. Ganz interessant ist es dann, wenn man sich den Vergleich zur Bundestagswahl anguckt. Ich habe das hier für die aktuellste Umfrage, die Forsa-Umfrage berechnet. Da ist es so, dass eigentlich die Gewinner laut dieser Umfrage bisher die SPD und die Piratenpartei sind und die FDP und die Linke die größten Verluste haben. Wenn man sich jetzt auf Grundlage der Umfrage mögliche Koalitionsmöglichkeiten für eine Bundesregierung angucken würde, dann ist es so, dass eigentlich nur eine große Koalition möglich wäre, wenn man an die klassischen Zweierbündnisse denkt. Und daneben, also die klassischen Lager Rot-Grün und Schwarz-Gelb reichen nicht. Und neben dieser großen Koalition wären halt vor allem Dreierkonstellationen auch denkbar, also eine Ampel, eine Jamaika-Koalition oder eine rot-rot-grüne Koalition. Und damit gebe ich dann zurück an die Gesprächsrunde. Ja, ganz herzlichen Dank, Sascha Fuhn, für diesen guten Input. Also das heißt, wir sind jetzt ausgestattet mit den aktuellsten Zahlen. Was ich jetzt machen möchte, ist ganz kurz das Podium vorstellen und dann gehen wir das sofort über in die Diskussion hier erst dann auf dem Podium und dann so nach einer Stunde sind Sie dran. Okay, so, zu meiner Linken sitzt Frau Ulrike Gottschalk. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages, also Bundestagsabgeordnete. Sie hat ein Direktmandat errungen. Habe ich erfahren, gelesen, das ist ja schon eine Leistung, so ein Direktmandat zu erringen. Also das stellt einen auch sozusagen gegenüber einer Partei heraus, weil man nicht auf der Parteiliste sonst kandidieren muss, sondern man hat sozusagen die direkte Legitimation der Wähler des Wahlkreises. Sie waren Fraktionsreferentin, Sie waren dann auch im Hessischen Landtag, hatten dort auch ein Direktmandat, also heißt, Sie sind doch politisch sehr stark, würde ich sagen. Und Sie sind im Ausschuss Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, wo ja auch sich auf der Bundesebene doch einiges tut, weil da muss ja jetzt auch einiges gemacht werden, Verkehrswegeplan und so weiter und so fort. Ja, ganz herzlich willkommen. Und zu meiner Rechten, Karin Müller, Sie sind Landtagsabgeordnete in Wiesbaden, glaube ich, das ja. Ich muss mich immer sozusagen, ich bin Berliner, ich muss sozusagen immer diese Geografie mir immer nochmal sozusagen vergegenwärtigen, weil es ist, ja, nicht die Hauptstadt, die politische Hauptstadt ist nicht immer sozusagen die größte Stadt oder sowas. Ja, und Sie waren Kassler Stadtverordnete, also das heißt, Sie sind Kasselanerin, so müsste man hier sagen, wahrscheinlich, ja. Und Sie sind eben auch im Wirtschaftsverkehrsausschuss und für Landesentwicklung und Petitionsausschuss, also auch eine Gemeinsamkeit mit Frau Gottschalk. Ja, und dann weiter zu ganz rechts außen, Werner Treibis, auch ein Bundestagsabgeordneter, also auch sozusagen, wenn man Bundestagsabgeordneter ist, dann ist man schon jemand. Das ist sozusagen, ich habe mal Interviews gemacht mit Bundestagsabgeordneten, das sind sozusagen Leute, die sich, so hat es mir ein Fraktionsgeschäftsführer mal mitgeteilt, das sind sowas wie leitende Angestellte der Partei, wenn es das geben würde. Also sozusagen, die sind relativ eigenständig sozusagen und müssen die Partei auch nach außen hin vertreten, kommunizieren, was bei der SPD damals schwierig war, sozusagen in die Bierzelte zu gehen und sozusagen die Agenda 2010 zu vertreten. Also das war mit keinem zu versprechen. Sie sind Gründungsmitglied der WASG, das ist auch ganz wichtig. Sie sind waren Bevollmächtigter bei der IG Metall, ist auch ganz wichtig, also zu sehen, aha, das ist dieser IG Metall-Strang, der sozusagen, oder der Gewerkschaftsstrang, der dann in die Linke hineinreicht. Also da kann man schon sagen, ja,
das ist was anderes als jetzt sozusagen diese anderen Gruppierungen, die es ja auch in der Linken gibt. Und insofern bin ich da auch gespannt, was Sie machen. Sie waren dann auch noch Bundesgeschäftsführer, auch eine ganz wichtige Position bis vor kurzem. Und da könnten Sie ja einiges erzählen dann auch, was da bei der Linken gerade los ist. Nach 20 Uhr. Bitte? Nach 20 Uhr. Ja, nach 20 Uhr. Gut. Okay. Dann Jürgen Lenders von der FDP zu meiner Rechten, auch Landtagsabgeordneter in Wiesbaden. Sie sind Reichsvorsitzender in Fulda. Sie haben gesagt, Sie kommen aus Fulda. Das heißt, Sie haben auch sozusagen Ihre Verankerung da in der Praxis von Kassel. Und Sie sind Sprecher der FDP für Wirtschaftspolitik. Also auch eine gewisse Gemeinsamkeit mit Frau Gottschalk, Frau Müller, wo man sich dann schon trifft. Und Sie sind im Ausschuss mit Wirtschaft und Verkehr, was natürlich auch dazu passt. Und last but not least, ich habe gerade schon versucht, mir sozusagen das dreimal vorzusprechen, aber das ist wie beim Bundesministerium für Familie und sowas, da brauche ich glaube ich 50 Mal, bis ich das draußen hatte. Sie sind nicht nur Mitglied der Piratenpartei, sondern Vorsitzender der Piratenpartei in Hessen. Ja. Und wir freuen uns, dass Sie hier sind. Und können uns vermuten, oder nicht nur vermutlich, sondern wir hoffen, dass Sie uns nochmal genau Auskunft geben können, wie wir das machen, dass man sozusagen so schnell zu 10% geht. So, okay, jetzt geht's los. Wir, und ein Gast, das müssen wir sehr bedauern, Herr Mike Weschert von der CDU hat kurzfristig abgesagt. Das heißt, wir konnten trotz heftigster Telefonate keinen Ersatz mehr finden, weil das wäre natürlich schon ganz interessant, auch von einem CDU-Vertreter zu hören, wie es jetzt aussieht mit der Partei, wie die Partei sich aufstellt, was sie sich vorstellt, die Macht zu erringen, die Bewegung und so weiter und so fort. Ich sage nochmal ein Wort zu mir. Mein Name ist Rudolf Schwedt, das können Sie hier lesen. Ich vertrete hier das Fachgebiet politisches System, Staatlichkeit im Wandel. Also das heißt, wir beschäftigen uns auch mit Parteienforschung und das ist auch sozusagen der Hintergrund dieser Veranstaltung hier. So, jetzt kommen wir zu den Themen. Ganz kurz, eine ganz knappe Vorstellung. Sascha Fuchs hat ja gerade schon das angedeutet. Es wird schwierig, wenn man sich überlegt, wenn heute gewählt werden würde, welche Koalition würde es geben? Eine große Koalition ist offensichtlich mit heutigen Zahlen die einzige Möglichkeit. Das sieht man schon, eine Sache wie der SPD, glaube ich, gar nicht schmeckt. Deshalb erstmal erster Themenblock, strategische Optionen. Und hinter diesem etwas sperrigen Begriff strategische Optionen steht einfach die Frage, wie kann man die Macht erringen? Mit welcher Strategie kann eine Partei bei der nächsten Bundestagswahl Macht erringen? Unser zweiter Themenblock geht zu Wählerpotenzial und zu Wahlkampfthemen, also etwas weniger theoretisch avanciert. Der dritte Block geht, wie stellen sich die Parteien die Wahlkampfführung konkret vor? Wie wird das gemacht? Was ist in der Pipeline? Und im vierten Block geht es um allgemeinere Dinge, da werde ich dann alle fragen, was machen die Parteien im Punkto, dass man wieder auch diese Nichtwähler aktiviert? Was machen die Parteien? Die Parteien sind ja in der Regel nicht super attraktiv. Was machen die Parteien, damit sie wieder besser wertgeschätzt werden? So, aber gleich jetzt zu unserem ersten Themenblock, strategische Optionen. Also das heißt, bei der SPD bei 30%, es reicht nicht mit Rot-Grün, was die SPD natürlich ganz gerne machen würde. Und das heißt, welche Möglichkeiten bieten sich für die SPD? Und ein guter Freund von mir war vor kurzem bei Herrn Gabriel. Herr Gabriel hat gesagt, alles, was wir vermeiden müssen, ist eine große Koalition. Eine große Koalition bedeutet wie letztes Mal 23%. Also das heißt, die SPD versucht, die große Koalition, wie es nur geht, zu vermeiden. Herr Gottschalk, wie sollte man das machen? Ist mir noch nicht so richtig klar bei diesen Zahlen. Ja, also erstmal denke ich, die Zahlen werden ja ständig besser.
Also gehe ich mal von aus. Und wenn ich jetzt nach NRW gucke, da hat Rot-Grün gezeigt, dass es doch eine gute Aufholjagd leisten kann. Also wir kämpfen auf jeden Fall mit allen Mitteln dafür, dass es eine rot-grüne Koalition wird, weil ich denke, die wird auch das Land am besten voranbringen. Ich bin allerdings kein Verfechter von dieser Ausschließung. Also Sie sind offen. Ausschließen, weil da haben wir in Hessen unsere ganz eigenen Erfahrungen gemacht bei den hessischen Landtagswahlen. Da gab es die hessischen Verhältnisse und deswegen bin ich da durchaus in alle Richtungen offen, weil ich denke, ganz einfach, demokratisch gewählte Parteien müssen dann auch sehen, dass sie eine Regierung zustande bekommen. Aber meine absolute Wunschkonstellation ist Rot-Grün und dafür tun wir einiges, dass da die Zahlen auch noch besser werden. Jetzt überlegen Sie doch mal, Sie brauchen den Präsidenten, die FDP oder die Piraten. Mehr gibt es ja nicht. Was ist denn lieber? Das sehen wir. Also, wie gesagt, das müssen dann die Wahlen letztendlich ergeben, aber ich schließe nichts aus. Also, was ich für mich persönlich als größte Katastrophe auch empfinden würde, geht es mir wie Gabriel, eine große Koalition und dann auch noch als Juniorpartner. Dann würde ich gleich zu Frau Müller kommen und sagen: Rot-Grün, es reicht ja eben. Selbst wenn man gutwillig ist, wenn man sagt, jetzt machen wir noch ein paar Prozent drauf, aber was kann man da machen? Also wir kämpfen natürlich auch erstmal, möglichst stark zu werden, starke Gruppe zu haben, das ist reicht für Rot-Grün, schließen aber genau die SPD nichts aus, weil wir sagen, wir gucken nach der Wahl, mit welchen Inhalten stimmt uns am besten überein und mit denen kann man Koalitionen gründen. Und das ist ja jetzt alles noch ziemlich unsicher, die FDP und die Linkspartei sind ja noch knapp über oder unter 5%. Wenn eine von beiden nicht mehr drin ist, sieht das Ganze ja wieder ganz anders aus. Also aber im Prinzip müssen Sie doch auch sagen, okay, dann schwimmen wir doch mal durch mit der CDU. Also wir schließen es nicht aus, aber unsere Schnittmengen sind im Moment da mit der SPD größer als mit der CDU. Aber also uns würde ja mit der CDU auch nicht reichen. Ja, aber im Prinzip müssten Sie natürlich dann auch mit der FDP. Und so alles, was man, wenn man so Fernsehen guckt oder sich in grünen Gefilden bewegt, dann das sieht man ja auch immer so sozusagen am Wahlsonntag an, welche Antipathie der FDP entgegenschlägt, also wenn die Zahlen der FDP aufgerufen werden. Also das heißt, es ist ja absehbar, es wird möglicherweise eine Dreierkoalition, wenn es nicht die große Koalition gibt. Also das heißt, wir müssen doch mal durchchecken, müssen wir nicht unser Verhältnis zur FDP irgendwie entspannen? Also weil das schwächt ja sozusagen so richtiger Hass steigt da auf. Wenn man also so dramatisch würde ich das jetzt nicht beschreiben. Also ich bin ja im Landtag zuständig für den Bereich Verkehr, gerade in dem Bereich gibt es ab und zu auch noch Übereinstimmungen der FDP oder auf der Bundesebene Trennung von Schiene und Betrieb der Bahn, also Netz und Betrieb der Bahn sind wir uns durchaus einig. Also das wäre so ein Thema, aber natürlich sind die Schnittmengen jetzt nicht riesengroß. Weil gerade im Bereich Naturschutz gibt es Positionen der FDP, die wir auf keinen Fall mittragen können. Im Bereich des Ladungsrechts und kein Vorrang mehr für den Naturschutz. Das wären so Punkte, also da müssen harte Verhandlungen geführt werden. Aber in einem demokratischen Parteisystem muss man eigentlich ein Einzelnen haben. Herr Lenders, das ist, glaube ich, eine gute Vorlage für Sie. Weil nehmen wir mal an, Sie sind drin. Und geht es ja schon darum, macht Perspektive realistisch, müssen Sie möglicherweise den Grünen? Also, dass wir den nächsten Bundestag einziehen, halt, sage ich mal, dürfen Sie getrost von ausgehen. Wenn Sie schon sehen, dass alleine jetzt die ersten Minuten schon da mit verbracht werden, sich hauptsächlich mit der FDP auseinanderzusetzen. Das zeigt natürlich, dass wir jetzt eine Momentaufnahme haben. Was wir jetzt machen, ist ein bisschen Kaffeesatzleserei. Das können Sie im Prinzip, ist das immer schön, so zu diskutieren, was wäre wenn, nehmen wir mal ein Planspiel an. Dennoch muss man sagen, klar, nachdem es nicht mehr drei, noch nicht mehr vier Parteien gibt, sind Bündnisse von
Koalition von zwei etablierten Parteien schwieriger geworden, dennoch bisher immer noch die Regel. Das heißt also, man muss sich gedanklich damit auseinandersetzen, können auch zukünftige Regierungen auf Bundes- oder Landesebene von drei Parteien gestellt werden. Ich kann Ihnen sagen, dass meine Erfahrung im Landtag, auch mit einem Koalitionspartner CDU, es ist nicht einfach, immer wieder auch einen Kompromiss zu finden. Es ist nicht einfach, das in einem vernünftigen Klima zu tun. Da haben sicherlich die Berliner Kollegen im Moment ein großes Problem. Und es ist dann auch nicht einfach, solch eine Politik, die getragen ist aus Kompromissen, dann auch noch nicht nur dem Bürger, sondern auch dem eigenen Wähler und der eigenen Partei zu vermitteln. Und dennoch müssen es tun. Frau Müller hat es gerade eben schon schön beschrieben. Also oftmals unterstellt man uns, und das geht natürlich auch in einer parlamentarischen Auseinandersetzung auch gar nicht anders, man nimmt da schon mal auch den schweren Säbel, da nimmt man nicht nur das Florett. Das ist auch alles in Ordnung. Aber im Prinzip müssen demokratisch gewählte Parteien in der Lage sein, miteinander Bündnisse einzugehen. Bleiben wir mal ein bisschen bei dem Plan spielen. Klar ist, und das hat die Erfahrung aus den hessischen Verhältnissen gezeigt, geht zum Beispiel eine FDP in ein Dreierbündnis mit Sozialdemokraten und Grünen, sind die Grünen in diesem Bündnis die größten Verlierer. Die FDP hat an dieser Stelle am wenigsten zu verlieren, wird wahrscheinlich von den Inhalten seiner Koalitionsverhandlung am meisten durchsetzen können, weil sie dann dort dringender gebraucht wird. Andersrum ist es genauso bei einer schwarzen Ampel, war die FDP sich immer bewusst, dann wäre sie der stärkste inhaltliche Verlierer, weil dann die Grünen am meisten ihre Politik durchsetzen können. Jetzt sehen Sie schon die Baustelle. Wer immer irgendwie in so einer Gewinner- und Verlustsituation ist, sind die großen Parteien. Die haben immer das Problem, irgendwo zwar die Mehrheit zu stellen und auch wahrscheinlich das meiste Personal stellen zu können, aber immer müssen sie auf die anderen Koalitionspartner in Dreierbündnissen unheimlich stark Rücksicht nehmen. Und dann ist dann immer die Frage, und die Erfahrung haben wir in Deutschland noch nicht, halten solche Dinge mit dem Aspekt eben gutes Klima, gute Vermittlung, halten diese Bündnisse wirklich für eine gesamte Legislatur? Das ist eine Frage, oder da fehlt uns zumindest in Deutschland bisher die Erfahrung. Ja, vielen Dank. Man sieht man ja jetzt schon, dass zwei Bündnisse schon sozusagen auf der Kippe stehen. Und vor dem Hintergrund, was im Moment verhandelt wird, wo es um Schuldenübernahmen und so weiter geht, das sind keine leichten Fragen. Jetzt meine Frage an Herrn Breibus, die Linke. Das ist ja sozusagen, wenn man die letzten Monate sieht, habe ich immer die Frage, hat die Linke überhaupt eine Machtperspektive? Sondern drin bleiben im Parlament wäre schon ein Riesengewinn. Also eine Machtperspektive müssen Sie mich jetzt überzeugen, dass es eine Machtperspektive für die Linke gibt. Also zunächst mal ist für mich Machtperspektive viel, viel mehr wie die Frage der Koalitionsbildung. Zunächst einmal geht es in der Tat um Gesellschaft, auch letztlich um gesellschaftliche Macht. Es geht darum, so definieren wir uns generell als Linke und es entspricht aber auch meiner ganz persönlichen Überzeugung. Unsere Aufgabe ist zunächst mal politische Alternativen zu formulieren, und zwar politische Alternativen sowohl, auch gerade nach den Erfahrungen der letzten 10, 12 Jahre, zu Rot-Grün auf der einen Seite und zu Schwarz-Gelb auf der anderen Seite. Das ist viel, viel mehr wie die Koalitionsfrage, viel, viel mehr auch, sage ich jetzt mal, wie die Frage, ist das ein Prozentel mehr oder ein Prozentel weniger. Es kommt schon darauf an, ob diese Gesellschaft sich gerade auch vor dem Hintergrund der internationalen Finanzkrise und all der Wirkungen und Nebenwirkungen, ob diese Gesellschaft sich sozusagen quasi so weiterentwickelt, wie das im vorhergehenden Jahrzehnt begonnen hat, mit Agenda 2010 und vielen anderen, mit viel mehr prekären Beschäftigungen, mit
eine immer stärker auf wettbewerbsorientierten Wirtschaft, Finanz und letztlich dann auch Sicherheitspolitik etc. etc. Oder ob es dazu eine politische Alternative gibt in der Gesellschaft, nicht allein als Partei, sondern mit vielen anderen zusammen, mit Gewerkschaften, mit ATTAC, mit sozialen Bewegungen und so weiter und so weiter. Und an dieser Alternative mitzuarbeiten, das ist zunächst einmal unsere Hauptaufgabe. Da glaube ich, dass die Frage einer parlamentarischen Präsenz und einer parlamentarischen Arbeit ein ganz wichtiges Glied ist. Und wir haben zum Beispiel, im Gegensatz, sage ich jetzt mal, zu Koalitionsfragen, insbesondere nach 2005, auch vor allen Dingen in der Periode 2005-2009, aber ein Stückchen auch darüber hinaus, bewiesen, dass es sehr erfolgreich sei, eine Oppositionspolitik zu machen. Wir haben mit unserem Programm, mit unserer Politik nach 2005, bin ich fest davon überzeugt, das politische Klima in Deutschland, sozusagen die politischen Koordinatoren, die Koordinaten, ein ganzes Stückchen weiter wieder nach links geschoben. Linker jedenfalls als es 2004, 2005 war. Das spürt selbst in die FDP und die CDU und von SPD und Grünen braucht man da überhaupt nicht zu reden. Das ist offensichtlich. Das ist unsere Funktion. Und diese Funktion müssen wir, sagen wir mal, unter komplizierteren Verhältnissen, aber auch als Partei, die einen noch sehr schwierigen Parteibildungsprozess überhaupt nicht abgeschlossen hat. Wir sind die jüngste Partei im Deutschen Bundestag. Wir haben erhebliche Debatten, die ich auch für sinnvoll und notwendig halte. Wir haben auch viele überflüssige Debatten in der Partei, wie insbesondere im letzten Jahr war. Das wird jetzt hoffentlich ein Stückchen aufhören, bin ich ganz optimistisch. Aber jedenfalls, das sind für meine Begriffe die strategischen Fragen, die sich an der Partei wie die Linke stellen und nicht so sehr die Frage, willst du in die Koalition oder willst du nicht in die Koalition oder Prozent mehr oder Prozent weniger? Also, wenn ich das für mich zusammenfasse, würden Sie sagen, ja, Machtperspektive ist für uns eine gesellschaftliche Mehrheit oder sowas nie mit einem ähnlichen gesellschaftlichen Druck zu entfalten, indem man einfach attraktiv Menschenschaft wird. Und Sie haben es gerade gesagt, wir sind die jüngste Partei. Und wenn wir im Bundestag, wenn wir jetzt ein Jahr abwarten, dann gibt es eine noch jüngere Partei, nämlich die Piraten, Herr Assad. Erstmal reinkommen. Machtperspektive ist wahrscheinlich unter ferner Liefen, aber wir staunen ja alle, wie das geht. Politikwissenschaftler sind ratlos, können das Phänomen kaum erklären, wie man sozusagen sich einfach hinstellt und gewählt wird und plötzlich Politik macht. Wie geht das? Das müssen Sie Wähler fragen. also grundsätzlich glaube ich, dass wir die Fragen, die Sie stellen mit Machtpolitik, die sind mir sehr in alten Schemata verhaftet. Und wir Piraten, wir wollen eigentlich weg von diesem machtpolitischen Denken, sondern wir wollen mehr wieder zur inhaltlichen Arbeit. Wir wollen, dass die Themen, die die Gesellschaft betreffen, da würde ich den Herrn Albus, danke. Tut mir leid, ich habe ein Problem mit Namen. Es geht glaube ich an die Person. Dass wir da auf jeden Fall erstmal wieder mehr die Belange der Gesellschaft in den Vordergrund rücken und uns um die kümmern, und zwar völlig unabhängig von irgendwelchen Parteien, und sondern wir sehen, ESM war vorhin als Stichwort gefallen, das sind Dinge, Politik ist was Dynamisches, das passiert jeden Tag. Ja, man kann sich vielleicht ein Programm geben, für 4 Jahre irgendwie versuchen festzuschreiben, und dann wird man doch wieder vom Alltag, von der Realität eingeholt, und dann passt das alles nicht. Und um zurückzukommen auf die Frage, wieso werden die Piraten gewählt? Ich glaube, die Piraten machen zwei grundsätzliche Dinge anders. Wir stellen, glaube ich, die Politik, wie sie bisher betrieben wurde, dahingehend auf den Kopf, weil wir sagen, wir wollen Mitbestimmung haben, wir wollen die Menschen in der Gesellschaft fragen, was eigentlich ihre Bedürfnisse sind, und wir wollen die Punkte angreifen, die da eben genannt werden, und zwar unter Einbeziehung auch der Menschen, weil die betrifft es am Ende und die müssen dann auch damit leben. Und es ist ziemlich, glaube ich, eine vermessene Haltung zu glauben, dass bei aller inhaltlichen Kompetenz, die ein Politiker halt mit sich bringt, aber ich glaube, jeder einzelne Politiker wird nicht
alle Dinge bis ins Letzte abschätzen können. Deswegen ist es wichtig, auch die betroffenen Menschen mit einzuziehen. Das ist ein Punkt, warum sich Menschen, glaube ich, von den Piraten angesprochen fühlen. Das andere ist auch, dass wir Transparenz in die ganzen Entscheidungsfindungsprozesse reinhaben wollen. Wir wollen, dass jemand weiß, unter welchen Bedingungen werden Entscheidungen gefällt. Und zwar, wer nimmt alles Einfluss, also Lobbygruppen, und auch unter welchen Bedingungen wird am Ende eine Entscheidung gefällt und dass man es nachvollziehen kann. Und das sehen wir in der aktuellen Politik. Die wird meiner Meinung nach jedenfalls sehr stark von, ich sage jetzt mal ein bisschen populistisch, Hinterzimmerpolitik geprägt. Ja, da gibt es halt Gremien, die irgendwie tagen. Man kann weder an Protokolle kommen, noch an irgendwelche anderen Dinge. Und das sehen wir bei ESM, das sehen wir bei ACTA, das sehen wir bei anderen Dingen, wo einfach im Nachhinein plötzlich Gesetze gemacht werden, die sehr undurchschaubar sind, wie zustande gekommen sind. Und ich glaube, dass das ein Bedürfnis ist, eines aufgeklärten Bürgers oder Bürgerin zu wissen, was passiert hier, unter welchen Bedingungen passiert das, womit ich nachher leben muss. Ja, herzlichen Dank. Ich würde mich auch hier ganz gerne freuen, wenn es sozusagen auf dem Podium auch Reaktionen aufeinander geben würde. Und das sozusagen als Zwischenbemerkung. Und nochmal zu Ihnen, Herr Assad, Parteien sind natürlich Organisationen des Machterwerbs. Also da würde ich sozusagen ganz knallhart sein, wenn da, sondern wir sind keine freundlichen Organisationen, wo nochmal nicht diskutiert, sondern Parteien sind Organisationen, um in der Politik mitzumischen, um an die Schalthebel der Macht zu kommen. Also, da fordert es natürlich dann auch dann eine gewisse Strategie. Und ich möchte jetzt noch mal auf ein Thema kommen, das Sascha Fugler vorgestellt hat, nämlich dieses Thema Stimmenspolitik. 25% der Wähler überlegen sich, wem gebe ich meine erste, meine zweite Stimme. Das heißt also, für die Parteien ist es nicht einfach, sagen wir mal, völlig egal, wie die Leute wählen, Hauptsache die Wählung, sondern die jetzige Koalition ist jetzt zustande gekommen, weil die Leute klug, sagen wir mal so, klug gewählt haben, nämlich mit der einen Stimme die CDU, mit der anderen die FDP und haben dann eben sozusagen die beiden Parteien so hoch geholt, dass sie mehrheitsfähig werden. Das heißt, kurz und gut, ich würde hier alle fragen, natürlich auch die Kleinen und Großen, haben Sie das erstens auch mal oder? Was ich denke, ja. Und zweitens, wie machen Sie das? Das heißt, Sie müssen irgendwo Koalitionsaussagen dann auch brechen und sagen, mit denen möchten wir, aber mit denen möchten wir nicht, weil es sind ja Ansagen für die Leute, dass sie sagen, okay, so kann ich mich dann bei der Wahl verhalten. Lass ich kurz nochmal auf Ihre Aussage zu Beginn eingehen. Und zwar, es mag sein, dass die Politik jetzt durch Parteien erstmal geprägt werden, aber die Piraten, aus meinem Verständnis heraus, verstehen sich eigentlich als Bewegung, und zwar eine weltweite. Ja. Und dass wir jetzt in die Form oder dass wir die Form einer Partei gewählt haben, liegt einfach daran, dass wir natürlich wir wollen natürlich in die an die Schalthebel der Macht, um eben auch Gesellschaft zu verändern. Aber die Veränderung, das haben wir gesehen, Sie hatten vorhin Herr Reibers auch Attack und sowas genannt, ja, die Einflussmöglichkeiten als Nichtregierungsorganisation ist sehr beschränkt. Ja. Und die Politik, das haben wir gesehen, in vielen Initiativen, Zensur sogar damals, ja, es gab die Petition mit 130.000 Menschen, die gesagt haben, wir wollen das nicht, und es wurde trotzdem verabschiedet. Ja. Und von daher muss man leider in diesen Apparat erstmal rein, um sozusagen das von innen heraus zu verändern. Aber jetzt hat sich Frau Gottschalk gemeldet und dann Herr Lenders auch noch. Genau, ja, ich würde auch nochmal gerne auf Herrn Assad eingehen. Achso, das sind das ist ein Name. Ein Nachname mit zwei Wörtern. Also ich habe durchaus Hochachtung, auch wie Sie da eben quasi von null gestartet sind und jetzt immerhin, was hatten wir vorhin für Prozentzahlen, 8% ungefähr, einigermaßen stabil halten.
Die Frage ist jetzt, Sie haben gesagt, Sie wollen viel mehr die Menschen einbeziehen, Sie wollen sich aber auch nicht konkret festlegen, weil sich in 4 Jahren ganz viel verändern kann. Da würde ich einfach gerne mal hinterfragen, man muss ja doch Ziele formulieren. Wo will ich hin? Also ich arbeite jetzt zum Beispiel seit über einem Jahr an einem Projekt, das heißt, nennt sich Zukunftsdialog, um meine Themen, sag ich mal, zu versuchen, in dem Wahlprogramm durchzukriegen, was später letztendlich dann auch hoffentlich zum Regierungshandeln dann durchsetzen kann. Ich sag mal Beispiele, kommunale Finanzen, eine Entlastung für Ganztagsschulen oder für Nachhaltigkeit. Da kann man doch nicht sagen, es kann sich in der Zeit so viel ändern, da kann ich keine Entscheidung treffen. Also, aber ich kann doch mein Ziel formulieren. Das würde ich einfach noch mal gerne wissen, wie Sie sich das vorstellen. Und das Zweite ist Transparenz. Das finde ich auch sehr wichtig und finde ich sehr, sehr gut. Da würde ich einfach gerne wissen, wie wollen Sie das konkret machen? Also ich bemühe mich auch wirklich sehr, meine ganzen Botschaften und meine politischen Dinge transparent rüberzubringen. Das mache ich, ob ich das bei Facebook mache, ich mache einen Newsletter aus jeder Sitzungswoche, ich diskutiere im Wahlkreis viel, aber trotzdem gibt es eben noch eine Menge Leute, ich sage jetzt einfach mal, die interessiert Politik gar nicht. Wie wollen Sie die erreichen? Also konkret mit Ihren Dingen noch. Jetzt nochmal Herr Karolai Assad und dann Herr Lenders und dann Frau Müller. Also zum einen, wir haben natürlich auch Ziele. Wir haben ein Grundsatzprogramm. Ich habe das auch mal vorher ausgedruckt, damit es auch jeder mal mitnehmen kann. Und das ist recht umfangreich. Ich beginne das einfach mal erstmal. Und da sehen Sie eine Reihe von Dingen, die wir halt natürlich auch als Ziel formuliert haben. Ich glaube einfach, dass die Piraten Themen aufgreifen, die etablierten Parteien im Moment überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Die sind halt mit Politikbetrieb, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, ja, des 20. Jahrhunderts noch beschäftigt, und die Piraten sind halt ein bisschen weiter. Die gucken halt schon in die Zukunft und die kümmern sich um die Belange von einer Informationsgesellschaft. Wir mögen deswegen vielleicht belächelt werden, aber es gibt eben Menschen, wenn ich in die Runde gucke, behaupte ich mal, jeder wird irgendwo mit dem Internet zu tun haben, jeder wird mit Informationen zu tun haben, und das sind Dinge, die die Gesellschaft beschäftigen, bewegen. Ich sage aber nicht, dass die Themen, die anderen Parteien, wo die sich mit drum kümmern, dass das jetzt nicht mehr wichtig ist. Aber bloß weil wir vielleicht nicht auf ihre Themen eingehen, heißt das nicht, dass unsere Themen überflüssig oder egal sind. Das ist eines. Anderes ist halt Transparenz, weil Sie gefragt haben, wie wir uns das vorstellen. Das eine ist zu sagen, zum Beispiel die Nebeneinkünfte von Abgeordneten, dass die offengelegt werden, weil da eine ganze Reihe von auch Lobbyarbeit drin steckt und versteckt ist. Und damit will man dann mitbekommen, wie dann darum gefeilscht wird, dass diese Nebeneinkünfte und die Grenzen, um die offen zu legen, nach oben gehoben werden sollen. Dann hat das für mich nicht unbedingt mit Transparenz, also Wille zum Transparenz zu tun. Das hat nichts mit dem zu tun, sondern in anderen Kreisen. Ich habe es übrigens alles im Internet schon. Ja. Genau, also und das andere ist, dass zum Beispiel Diskussionen offen gestreamt werden, zum Beispiel, also indem man die direkt ins Netz transportiert, oder dass man Protokolle offen verfügbar macht, dass man den Menschen die Möglichkeit hat. Es mag sein, dass nicht jeder sich für Politik interessiert, aber dass man denjenigen, die sich für Politik interessieren. So, wir haben einen kleinen Rückkopf und den wir machen das hier. Nein. Vielen Dank. Dass eben jeder, der sich dafür interessiert, die Möglichkeit hat, ohne große Probleme auch zu informieren und nicht erstmal, ich sage jetzt mal, betteln muss, um ein bisschen Informationen zu bekommen. So. Ja, herzlichen Dank. Ja, jetzt hat sich Herr Lenders gemeldet und dann Herr Breibes. Ja, das Spannende an der Piratenpartei ist natürlich, dass wir uns jetzt den ganzen Abend darüber unterhalten können,
was das Phänomen der Piratenpartei ist, aber ich glaube, der Abend sollte etwas anderes sein. Dennoch möchte auch die Piraten hier eigentlich fahren. Viele Dinge muss man auch lernen, wenn man dann erstmal im parlamentarischen Betrieb ist. Transparenz. Das, was Sie so einfordern, wenn Sie sagen, Protokolle werden nicht veröffentlicht, dann kann ich nur sagen, es sind in der Regel alles öffentliche Sitzungen, ob das ein Kommunalparlament ist, ob das Ortsverbandssitzung ist, ob das der Landtag ist, der Bundestag, das sind alles öffentliche Sitzungen und dementsprechend sind auch diese Protokolle aus diesen öffentlichen Sitzungen frei verfügbar. Das stimmt so nicht ganz. Es gibt natürlich halt immer einen Teil von den Protokollen, die nicht öffentlicher Sitzung abgehandelt werden. Da gibt es auch Gründe für. Oftmals, sag mal, beim Kommunalparlament sieht es da Grundstücksgeschäfte und Zahlen. Und jetzt müsste es besser sein, dass wir aber funktionieren. Ja. Also es sind dann oftmals dann in den nicht öffentlichen Sitzungen Bereiche, wo dann Persönlichkeitsdaten betroffen sind. Und wenn wir den Datenschutz irgendwo ernst nehmen, dann kann man solche Dinge auch nicht in einer öffentlichen Sitzung diskutieren. Aber das sind jetzt keine Geheimnisse oder irgendwelche Hinterzimmer, wo dann irgendwelche geheimen Sachen dann verabredet werden. Das andere ist, was Sie angesprochen haben, die Nichtregierungsorganisation. Auf der einen, das ist ein bisschen ein Widerspruch, weil Sie auf der einen Seite fordern, dass wir Transparenz herstellen über die Nichtregierungsorganisationen, die eben Einfluss nehmen, die, die Sie nicht wollen, die sind als Lobbyisten und manchmal ist negativ. Und die, wo sie denken, dass sie ihre Interessen durchsetzen, da sagen sie, das sind jetzt nicht Regierungsorganisationen, die wir nicht gehören. Das ist in der Realität nicht der Fall. Bei einem Gesetzgebungsverfahren gehört immer auch die Anhörung von den Beteiligten. Also wir können uns lange darüber unterhalten, wir können auch mal einen ganzen Abend darüber diskutieren, wie stark dieser Einfluss von Lobbyisten ist und wie gut oder schlecht ob Politik den braucht oder nicht braucht, ob man den ganz raushalten sollte, da kann man alleine vortrefflich darüber diskutieren. Nur Sie sollten nie Fehler machen, das immer aus einem, ich sag mal, bestimmten Blickwinkel zu sehen. Nach dem Motto, die Lobbyisten sind die nicht Regierungsorganisationen, die sie nicht haben wollen und die keinen Einfluss haben sollten. Und es gibt welche, die einen guten Einfluss nehmen sollten. Und aber zu wenig, ihrer Meinung. Also immer ein ausgewogenes Bild der Verhältnisse und das geht mir dann an der Stelle einfach fehl. Dann noch eins, so neu sind die Piraten nicht. Auch nicht mit ihrem Ansatz, wir sind ja eigentlich gar keine Partei. Das haben Freie Wähler in Hessen, in Bayern, Land auf, Land ab, immer wieder probiert. Und das kann ich Ihnen prophezeien. Die, auch die Freien Wähler behaupten von sich, wir sind keine Partei. Und dennoch sehen Sie über die Jahre hinweg bei den Freien Wählern eine Entwicklung, dass dann Menschen dort sich engagieren und dass es zunehmend eben zu einer etablierten Partei wird. Und ich sage Ihnen auch voraus, kommen die Freien Wähler in eine Verantwortung, ähnlich wie die Freien Demokraten oder die Grünen. Die Grünen haben ähnlich ihren Wechsel. Und schauen Sie sich das an, die Entwicklung der Jahre hinweg etabliert sich der normale Parteipolitikbetrieb, weil sie sich eben am Ende dem nicht komplett entziehen kann. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Müller, gleich noch was dazu sagen. Also ich wollte auch noch mal ganz kurz was von Herrn Kabaleasa, ich habe es schon ausgesprochen, also das ist ein Bedarf für die Piraten, den sieht man ja, aber ich glaube, der ist nicht themenfokussiert, sondern es sind Enttäuschte von allen Parteien. Man sieht es an der Wählerwanderung, dass sowohl CDU-Wähler als auch SPD als auch Grüne und Nichtwähler zu den Piraten gehen. Und da muss ich, glaube ich, erstmal ein Programm rauskristallisieren, was nach meiner Meinung fast nicht möglich ist. Und das, was bei den Piraten jetzt mit Feedback und ich sehe ja auch manchmal die Nachrichtensammlung der Kasser-Piraten, also wo dann jeder seine Meinung zu allen sagt, ist für mich noch keine Entscheidungsfindung und Meinungsbildungsprozess, sondern einfach erstmal ein Austausch. Der Entscheidungsbildungsprozess auf kommunaler, Landes- und Bundesebene läuft ganz anders. Also wir versuchen mit ganz vielen Fachleuten Hintergrundinformationen zu bekommen innerhalb der Partei und Fraktion, um eine Meinung zu bilden.
Und wenn wir die dann gefunden haben, also es läuft auf wirklich ganz vielen Ebenen, dann entscheiden wir uns auch. Immer durch eine Mehrheitsentscheidung. Und dann muss eine Fraktion auch zu so einer Entscheidung stehen, weil anders kann man in dem Parlament zumindest nicht die Politik machen. Also wenn man die Abstimmungen immer frei gibt und man nicht weiß, wie stimmen die jetzt ab, dann kann man keine Politik machen und auch keine Mehrheiten bilden. Also das finde ich ganz schwierig. Und zu den grünen Wurzeln, also ich glaube, die Grünen haben sich aus einer Bewegung her gebildet. Es geht um eine Anti-Atomkraft-Bewegung, von der Naturschutz-Umweltbewegung. Und war natürlich auch erstmal basisdemokratisch, sind doch keine Meinung nach immer noch, aber Parteiensystem klar anders strukturiert und auch, sage ich jetzt mal, Regierungsbeteiligungsverdorben manchmal, wo man weiß, dass man Kompromisse machen muss und die manchmal auch schon vorher im Kopf hat. Also das ist nicht immer gut, aber ja. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Breibens, Ihre Entgegnung zu diesem Anspruch. Mir scheint ja, dass insgesamt der Wahlkampf ja schon begonnen hat, Piraten haben sozusagen einen Stein ins Wasser geschmissen und alle reagieren darauf. Das heißt, der Wahlkampf wird um Themen gehen, die sich um diese neue Partei drehen werden. Vermutlich wäre meine These, aber erstmal Herr Breibens. Ich kann dir das letzte Stichwort auch gleich aufgreifen. Also für mich ist, wenn das überhaupt ein Stein ist, der dann ins Wasser geworfen wurde, dann ist das für mich etwas Positives. Ich will das ein bisschen in einem nochmal gedanklich größeren Zusammenhang einordnen und dabei auch zwei, drei Stichworte aufgreifen, die jetzt von verschiedenen Diskussionsrednern schon genannt wurden. Ich sage mal sehr kurz, ich beurteile die Situation derzeit in Deutschland, aber auch man kann fast sagen in Europa so, dass ich sagen würde, die Demokratie als Staatsform ist von aus meiner Sicht zwei ganz zentralen Entwicklungen aufs Höchste bedroht. Das eine ist das Verhältnis von wirtschaftlicher Macht in der ganz speziellen Zuspitzung bei uns von Finanzkonzernen, von Banken, von Spekulanten etc. etc. auf der einen Seite. Eine große Bedrohung für die Demokratie. Wir sehen zunehmend, dass Entscheidungen nicht mehr in Parlamenten fallen, auch nicht von Regierungen, sondern faktisch fallen sie sozusagen im Sinne und im Interesse eben dessen, was man heutzutage die Börse nennt oder so, oder die Finanzmärkte, die immer mehr sozusagen als die sozusagen Erscheinungen dargestellt werden, das wahrscheinlich auch tatsächlich sind an vielen Ecken, die wirklichen Entscheidungen beeinflussen. Die zweite Entwicklung aber für die Demokratie ist für meine Begriffe, sie hängt teilweise damit zusammen, sie ist aber teilweise auch völlig unabhängig davon, dass sich ein immer größerer Teil der Menschen in unserem Land prinzipiell ein Stückchen von dieser Demokratie, von der Art und Weise, wie sie in Institutionen etc. geregelt ist und organisiert ist, abwendet. Stichwort Wahlmüdigkeit, Wahlbeteiligung etc. etc. Das ist auf kommunaler Ebene Katastrophe. Sagen wir als Beispiel bei der Stadt, das ist ja hier in Kassel nicht viel anders. Da in Offenbach, wo ich geboren bin, gelebt und gearbeitet habe, da geht bei der UP mal noch 26% wählen. 26% bei der Oberbürgermeisterwahl in der Großstadt. Das ist eine Katastrophe. Für die Demokratie, für die Entwicklung. Aber das geht auf Bundesebene und so weiter weiter. Da finde ich jeden Ansatz, auf demokratischem Weg sozusagen Menschen wieder zu aktivieren, sie wieder dazu zu bringen, politisch sich einzubringen, mitzumachen und auch wählen zu gehen, positiv. Und deshalb ist dieser Teil des Ansatzes von den Piraten der positive Stein, der ins Wasser geworfen wurde. Das begrüße ich ausdrücklich. Die Frage ist, die Fragen können die Piraten nicht heute abschließend beantworten. Sie werden sie aber in den nächsten Monaten und teilweise auch Jahren beantworten müssen, ob sie tatsächlich mit diesem Anspruch und mit diesem Anstoß, den sie ausgelöst haben, auch tatsächlich Politik verändern, gestalten, Einfluss nehmen, Themen setzen, auch etwas verändern. Wenn sie das schaffen, dann ist das ein positiver, auch sozusagen auf die Zeit hin, ein positiver Schein des Anstoßes. Wenn es nur dabei bleibt, sage ich jetzt mal so ein bisschen das Gefühl zu bedienen und irgendwie anders zu sein wie alle anderen, dann ist das relativ überflüssig. Dann wird sich das in absehbarer Zeit aus meiner Sicht auch ein Stückchen sozusagen wieder auflösen. Die Frage muss man auch heute nicht beantworten. Ich finde aber, der Schein des Anstoßes ist richtig gesetzt, weil es große Gefahren gibt. Aber diese andere Gefahr, die ich schon geschildert habe, die ist damit überhaupt nicht thematisiert. Und das ist eine Gefahr, die wir eigentlich alle miteinander, wie wir hier sitzen, oder alle, wie wir hier in dem Raum sitzen, sozusagen auf derselben Seite stehen, auf der gleichen Seite stehen. Wie schaffen wir es, dass tatsächlich Politik
doch stattfindet im Interesse von Menschen, im Sinne von Demokratie, das heißt Volksherrschaft, und nicht eben im Interesse der Märkte, dass sozusagen der Aktienkurs, der Börsenkurs darüber entscheidet, was für politische Entscheidungen getroffen werden. Das, finde ich, sind die eigentlichen Fragen, die sich stellen, zu denen ich auch glaube, alle Parteien mit Hinblick auf die Bundestagswahl 2013 sozusagen strategische Fragen zu stellen müssen und auch Antworten anbieten müssen. Das habe ich schon gedeutet. Ja, ganz herzlichen Dank. Sie haben mir jetzt schon eine Steilvorlage geliefert für die weiteren drei Themen, die wir jetzt gar nicht mehr sozusagen in extenso hier abhandeln können, weil das natürlich ineinander fließt. Und Ihr Thema, wie können Parteien attraktiver werden, haben wir übersetzt mal in Wählerpotenziale. Also bei Analysen haben nicht nur wir, sondern eine ganze Menge Wissenschaftler festgestellt, die SPD konnte letztes Mal ihr Wählerpotenzial überhaupt nicht ausschöpfen. Die große Frage ist, was will die SPD machen, um das zu verbessern? Bei der Linken ist es ja ähnlich. Also die Linke verschwindet möglicherweise im Westen und wird hier sozusagen ostdeutsche Regionalpartei. Das heißt, die Linke hat auch ein Problem, sozusagen ihr Potenzial auszuschöpfen. Und wir hatten bei der FDP, kann man sozusagen einen Trend sehen, dass, was alle Parteien haben, dass das Stammwählerpotenzial immer mehr zusammenschmilzt. Und das heißt, wie würden Sie, und bei den Grünen, also würde ich sagen, es ist eine große Verunsicherung durch das Aufkommen der Piraten, wo plötzlich gemerkt wird, und natürlich Hamburg, wo sozusagen grün und konservativ und schwarz abgewählt worden ist, wo man glaubte, alles richtig gemacht zu haben. So, man hatte eine gesellschaftliche Mehrheit und wurde plötzlich von sozusagen einer Bewegung, von einer Bewegung aus dem Amt gepusht, die man gar nicht verbrechen hatte. Kurz meine Frage an alle eigentlich, was machen Sie als Partei, um Ihr Wählerpotenzial besser auszuschöpfen, das heißt attraktiver zu werden, und es geht natürlich dann auch in eine zweite Richtung, was heißt das dann für die Wahlkampfführung im nächsten Jahr? Wer möchte beginnen? Und ich hoffe, dass wir jetzt diese technischen unangenehmen Geräusche bald Vielleicht müssen wir das Ganze ausmachen, ja. Also ich glaube, die Universität braucht eine neue Technik, ja. Okay, aber wir möchten beginnen mit den Fragen, ja. Also ich fange einfach mal an. Bezogen auf unsere Partei kann man das relativ, sagen wir mal, gut erstmal umreißen. Wir haben ein sogenanntes Wählerpotenzial nach allen möglichen Umfragen, die es da so gibt. Das bewegt sich irgendwo zwischen 18 und 25%. Das ist das sogenannte Wählerpotenzial. Das heißt, die klassische Frage der Meinungsforschungsinstitute heißt dann, könnten Sie sich vorstellen, diese Partei zu wählen, und zwar ganz unabhängig sozusagen von persönlichen Präferenzen, von Themen und so weiter. Das ist Wählerpotenzial. Faktisch wird nur ganz, ganz selten überhaupt ist der Partei gelingen, ihr Wählerpotenzial insgesamt sozusagen bei der Wahl tatsächlich auszuschöpfen. Es gibt ab und zu mal so historische Situationen, aber es ist eher die Ausnahme. Und je mehr es sozusagen Parteien gibt, die auch mit der Erwartung und auch mit der Wahrscheinlichkeit antreten, dass sie dann auch gewählt werden, also in Deutschland über die 5%-Hürde kommen, je unwahrscheinlicher ist das, dass man sein Wahlpotenzial ganz ausschöpfen kann, weil alle Wahlpotenziale zusammengenommen sind eben mehr deutlich mehr wie 100%, sind wir natürlich 150 oder 200%. Das ist ganz logisch erstmal. So, für uns steht in diesem Wählerpotenzial, das ist auch bei anderen Parteien teilweise auch nicht viel anders, dass da teilweise durchaus sehr divergierende Gruppen sind, die eigentlich sagen, sie könnten uns wählen. Wir haben zum Beispiel klassischerweise besonders Wählerinnen und Wähler im untersten Einkommensniveau, also Menschen, die entweder gar nichts mehr verdienen oder sehr wenig jedenfalls verdienen, oftmals davon überhaupt nicht leben können. Wir haben aber gleichzeitig auch, nicht ganz so wie bei der FDP, aber durchaus in die Richtung, auch ein erkleckliches Wählerpotenzial von Menschen, die gehören sozusagen am oberen Einkommensgruppen.
Also das auf etwas, was sich auf den ersten Blick kaum miteinander verträgt, ist aber so. Es muss eine Partei natürlich überlegen, sozusagen, wie kann sie die eine wie die anderen mit einer Wahlstrategie einigermaßen zumindest bedienen. Das heißt, jetzt mal als Beispiel, dann würde das bei uns heißen, wir machen einen klaren, akzentuierten Wahlkampf für existenzsichernde Arbeit, dass jeder Mensch sozusagen der Arbeit von dieser Arbeit leben kann und dass die Menschen, die keine Arbeit haben, eine reelle Chance bekommen, auch tatsächlich Arbeit zu kriegen und nicht auf Hartz IV verwiesen werden. Wir müssen aber gleichzeitig damit die Botschaft verbinden, dass das nicht nur im Interesse der unmittelbar Betroffenen ist, sondern dass das im Interesse aller ist. Weil nämlich sozusagen in Gesellschaften, in der zum Beispiel das Krebsgeschwür Arbeitslosigkeit immer größer würde oder eine Gesellschaft, wo immer mehr Menschen Angst haben, sozusagen keine sicheren Arbeitsplätze mehr haben, immer mehr Befristung und so weiter, weil das der Gesellschaft insgesamt nicht gut tut und eigentlich alle am Ende nur Verlierer sind. Ich verkürze das jetzt mal so einen Gedanken. Aber solche Fragen müssen und diskutieren natürlich Parteien auch in dem Hinblick auf Wählerpotenzial auf der einen Seite und sich daraus ergeben Schlussfolgerungen für Wahlstrategien. Und wir machen das auch. Und unsere Kernthemen sind soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Friedenspolitik. Und wir müssen das gucken, über diese zentralen Themen so runterbrechen, dass wir möglichst viele Leute aus unserem Wählerpotenzial auch dazu kriegen, dann tatsächlich zu sagen, ja, für meine Interessen, für meine Themen ist das dann auch die richtige Wahl. Und dann haben wir beispielsweise bei der Bundestagswahl 2009 mit diesen 11,9% einen relativ großen Teil unseres damaligen Wählerpotenzials ausgeschöpft. Derzeit, jetzt kommt jetzt vor ein paar Tagen eine Untersuchung bei NRW gewesen, bei der Landtagswahl in NRW haben wir von unserem Wählerpotenzial ein Fünftel auch nur erreicht. Die vorher gesagt haben, ich könnte mir das vorstellen, aber das tatsächliche Ergebnis ist 20% davon. Vom ursprünglichen Wählerpotenzial. Das war ja umgekehrt. Frau Gottschalk hat sich gemeldet, Sie haben ja, deswegen hat ja wahrscheinlich ein ähnliches Problem, sozusagen aus einem weiten Spektrum von Wählern, die aus ganz unterschiedlichen sozialen Lagen kommen, eine Botschaft zu formen, die alle erreicht. Und Sie haben ja letztes Mal bei der Bundestagswahl eine wahnsinnige sozusagen Mobilisierungsschwäche. Jetzt haben wir 23%, kann man nicht sagen, dass man. Das kann man nicht anders sagen, es war eine ordentliche Klatsche, ja. Also das kann man auch nicht besser formulieren. Ja. Selbstverständlich müssen wir mobilisieren. Wir müssen aber insbesondere erstmal die richtigen und wichtigen Themen setzen, die unsere Stammwählerschaft anspricht, die aber auch die Menschen erreicht, die sich eben auch letzten Drücker erst entscheiden. Also das ist ja auch was man in letzter Zeit immer zunehmend bei den Wahlen beobachten muss. Die Leute entscheiden sich immer häufiger erst ein paar Tage vor der Wahl oder aber wirklich auch am Sonntag sogar der Wahl aber, in der Wahlkabine. Entschuldigung, wenn ich sage, aber da ist uns heute nochmal was aufgefallen. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 20% oder 25% Briefwähler. Also das heißt, es wird immer gesagt, die Leute entscheiden sich später, also sagen, noch im Gang zur Wahlkabine, aber gleichzeitig ja. Steigen die Zahl der Briefwähler an. Die entscheiden ja schon, weiß ich was. Man muss quasi zweigleisig. Ja. Damit wird es ja noch schwieriger. Genau, man muss zweigleisig fahren. Aber die Themen müssen natürlich alle ansprechen. Also in NRW haben wir die Wahlen gewonnen mit sozialer Gerechtigkeit, mit Wirtschaftspolitik und mit Bildung. Und das werden auch die wichtige Themen seien natürlich bei uns im Bundestagswahlkampf, insbesondere gute Bildung, weil das interessiert die Menschen, wie stellen sich die Sozialdemokraten Bildung vor, und vor allem, wie wollen sie es auch finanzieren. Und damit, denke ich, haben wir schon mal drei Punkte genannt, wo man wirklich auch Wahlen mit gewinnen kann. Und wir sagen ja, wir sind die älteste Partei, wir werden nächstes Jahr 150 Jahre, darauf sind wir sehr stolz, wir mussten uns nie umbenennen, haben immer durchgestanden, Sturm erprobt sozusagen. Manchmal kommen wir vielleicht etwas angestaubt rüber, aber daran arbeiten wir. Wie ich habe vorhin schon mal angesprochen, wir arbeiten seit einem Jahr an Konzepten, die wir uns die Zukunft vorstellen wollen. Da machen wir auch Zukunftskonferenzen, machen wir aber auch nicht intern, sondern wir beraten das mit ganz vielen Expertinnen und Experten.
aber auch mit Verbänden und Vereinen. Und wenn dann diese Themen sich auskristallisiert haben und die Genossinnen und Genossen bei uns stehen dahinter, dann laufen die auch. Also wenn ich bei mir im Landkreis, ich bin ehrenamtlich auch Fraktionsvorsitzende für die SPD im Landkreis Kassel und wir haben 48%. Also, aber das haben wir auch erreicht, weil da alles wirklich zusammensteht, weil wir Themen setzen mit Bildung und wo wir sagen, und auch mal gallisches Dorf spielen, gegen die Landesaufsicht klagen. Das merken die Leute und das spielt alles eine Rolle. Also wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, sozusagen, man hat ein gutes Modell NRW, ist Erfolg. Sozusagen, so würden Sie es dann auch wahrscheinlich auf der Bundesebene machen. Oder wenn wir nach Hamburg schauen. Also Hamburg oder Scholz 48%, ja. Also ja. Besser kann man es nicht machen. Ja. Also Wohnen zum Beispiel wird auch ein zentrales Thema werden. Da hat Hamburg die Wahl mitgewonnen. Und wir werden im Hinblick darauf auch auf die demografische Entwicklung auch dafür sorgen müssen. Das ist ja total unterschiedlich in den Städten. Da gibt es Wohnungsnot, die Leute können die Mieten nicht mehr zahlen und auf den Dörfern tut es aus. Also von daher, es gibt viele spannende Themen, es kommt darauf an, wie die Parteien die dann setzen. Ja, haben die Grünen aus dem Bauhaus? Das sind jetzt schon gleich zwei Blöcke mit abgehandelt worden. Also wir haben keine Blaupause, sondern wir haben Schwerpunktthemen. Das ist das einmal das Thema erneuerbare Energien, nachhaltiges Wirtschaften und ganzes Wachstum. Aber die Eingangsfrage war ja, wie mobilisieren wir Wählerinnen und Potenziale? Da könnte ich mir jetzt einfach machen und sagen, bei den Grünen sind immer die besser ausgebildeten sozusagen das Potenzial an Wählerinnen und Wählern, deswegen investieren wir in Hochschulen und Schulen und Kindern Tagesstätten. Aber das ist nicht gut, wenn man schon sagt. Naja, die Grünen also, werden zur Frauenpartei werden, die Piraten zur Männerpartei werden. Diese Tendenz gibt es ja auch. Also zur Frauenpartei würde ich sagen, wir haben eine Quote von 50% und ja, sie werden mehr von Frauen gewählt als von Männern. Ja, weil wir halt auch mehr Frauen haben als die Piraten. Wir haben ja kaum Frauen, die jetzt wieder Frauen gewählt haben. Als sie eine Frau jetzt wieder gewonnen hat, auch die. Die war schon immer Abgeordnete. Ja, die aus den Aber also mit unserem Programmfindungsprozess statt, wir werden jetzt einen Bundesparteitag machen im April nächsten Jahres, auf dem sozusagen erste Impulse vorgelegt werden. Und dann gibt es einen zentralen Termin im Juni 2013, wo alle Kreisverbände über die Themen diskutieren und jedes Mitglied sozusagen Voting abgeben kann, was sind die 10 Top-Themen, die wir im Wahlkampf dann auch schwerpunktmäßig setzen und die wir als erstes, sollten wir in die Regierung kommen, dann auch umsetzen. Und auf Hessen-Ebene haben wir jedes Jahr so einen guten Tag, dieses Jahr auch wieder, weil auf Landesmitgliederversammlungen werden ja oft nur Anträge diskutiert, die auch jedes Mitglied einbringen kann, aber nicht in der Tiefe. Deswegen machen wir jedes Jahr diesen guten Tag mit Arbeitsgruppen aus den Landesarbeitsgemeinschaften, wo Themen vertieft diskutiert werden und dann natürlich auch einfließend ins Wahlprogramm. Und wir arbeiten ständig an Konzepten. Also wir haben in der Landtagsfraktion jetzt mittlerweile 15 Konzepte aufgelegt zu Themen, die wir diskutieren und die sind natürlich auch Grundlage für das Wahlprogramm. Darüber versuchen wir möglichst viele Menschen zum Mitmachen zu bringen. Die Grüne Jugend ist immer ganz aktiv und macht Stände und gibt die Informationen ein. Weil ich glaube, es geht nur über Themen, Menschen zu gewinnen, die sie interessieren und auch mitzumachen und dann einzubinden, damit Parteien auch wieder lebendig werden. Jetzt Herr Schaumann-Passer und dann Herr Lenders. Bei den Piraten ist ja so, wenn man die Wählerwandlungen ansieht, es kommen viele von den Grünen, von der Linken, von der SPD und natürlich dann auch von kleinen, etwa gleich starken Nichtwählern. Das heißt, im Prinzip von den Grünen natürlich. Mehr von den CDU sogar als von den Grünen. Ja, das heißt, ein Stück weit sind es ja Protestwähler. Das heißt, wie lange bleiben die denn dann? Protestwähler sind ja sozusagen ein bisschen fluide. So ein bisschen Sand, der dann auch wieder weggeweht werden kann, würde ich mal bildlich ausdrücken. Also erstmal theoretisch ja. Mir ist das alles zu sehr an machtpolitischen Diskurs, also zu sehr machtpolitisch orientiert, was im Moment hier
an Beiträgen kommt. Also wie man Leute gewinnen kann, um Wahlen zu gewinnen und so. Ich finde irgendwie, das mag zwar alles schön und gut und interessant sein und ja, wir werden mit Sicherheit auch von einer ganzen Reihe von Protestwählern erlebt werden. Nur wenn man sich mal fragt, was heißt denn das, wofür steht denn eigentlich der Protest? Der steht doch dafür, dass offenbar die Politik, wie sie bisher gemacht wurde, also nicht die Menschen zufriedenstellt oder gestellt hat, ja, dass die was anders haben wollen. Jetzt kann man sich hinstellen und sagen, naja, die wählen nicht mehr oder die gehen jetzt zu den anderen und die sind blöd oder sowas. Ja. Aber man kann ja auch genauso sich fragen, warum, Sie hatten es ganz am Anfang gesagt, die Wahlbeteiligung sinken, ja, und die Piraten an der Stelle sind, soweit ich informiert bin, die einzige Partei, die sehr große Wählerschaften aus den Nichtwählerlagern sozusagen bekommen. Das heißt, die Menschen fühlen sich offenbar von etwas angesprochen, das wäre auch in Eingangsfragen, was ist es? Und klar, wir können die ganze Politik so weitermachen wie bisher, man tauscht mal Thema A gegen Thema B aus und dann hofft man mal, dass man damit irgendwie wieder mehr Stimmen bekommt, aber mir ist das, wie gesagt, zu sehr an irgendwelche Prozentzahlen orientiert. Ich würde mir wünschen, dass die Politik, und da an der Stelle wäre es super, wenn die ganzen etablierten Parteien die Themen der Piraten aufgreifen, umsetzen, dann kann die Piratenpartei wieder eine Versenkung verschwinden. Das ist auch super, ja. Ganz ja. Würden wir auch machen, ja, weil uns geht es nicht hier um irgendwelche machtpolitischen Geschichten. Wir wollen, dass die gesellschaftlichen Themen, die aktuell und zukünftig interessieren, aufgegriffen werden. Und da kann man auch hergehen und sich irgendwelche PR-Berater holen und irgendwelche Themen setzen. Ja. Aber die Leute sind enttäuscht, das ist eigentlich der Punkt. Ja. Sie sind davon enttäuscht, dass sie eigentlich nur als, ich sag's jetzt mal, Platz Stimmvieh missbraucht werden. Ja. Dass man guckt, okay, naja, jetzt habe ich halt dieses Thema gesetzt, hat nicht funktioniert, setze ich mal ein anderes Thema. Aber dass man denen mal zuhört, also dass man statt über die Menschen zu reden, mal mit den Menschen redet und dass man die auch zuhört, dass man denen die Möglichkeit bietet, mitzumachen. Ja, Sie haben es ja gerade sehr schön gesagt, wer Politik lebendig macht. Ich glaube, die Menschen verabschieden sich deswegen, weil sie das Gefühl haben, sie haben auch keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, außer vielleicht alle 4 Jahre oder 5 Jahre ihr Kreuz hinzusetzen, das war's. Und ich glaube, dass sich das sehr verändern wird. Und nochmal um diese Geschichte mit dem Wählerpotenzial. Ich finde diesen Ausdruck schlimm, ja? Weil das ist für mich, das hat so etwas, das drückt das von, ich sag mal, Betriebswirtschaft aus. Ja? Das hat so, da ist jetzt, man muss das erreichen, was macht man, um das zu erreichen, und dann ist es gut. Ja? An der Stelle halte ich es absolut für wichtig, dass man eben hergeht und sagt, nee, also so gehen die Piraten jedenfalls vor. Uns ist es egal, von wie vielen Menschen wir gewählt werden. Wir haben unsere Themen, die werden von den Menschen gebracht, die hören sofort auf. Aber die Themen, die uns wichtig sind, sind uns wichtig und daran arbeiten wir. Wenn unsere anderen nicht wichtig sind, okay, das können wir respektieren. Ja. Und wenn Leute sagen, die Piraten sind, die decken nicht unsere Interessen ab, dann ist es auch okay. Dafür gibt es dann die anderen Parteien. Aber viel wichtiger finde ich es, dass man zusammenarbeitet und die Inhalte voranbringt, statt immer zu gucken, wer ist denn Stimme. Weil die Stimmen gehören den Menschen und nicht irgendeiner Partei. Ja. Das ist eine Aufforderung an die etablierte Partei, es irgendwie doch anders und besser zu machen. Können Sie es besser machen? Anders und besser machen. Das will sagen, dass die Frage, inwieweit ich eigentlich die Menschen jetzt quasi als Wählermasse, als Stammwähler, als Wählerpotenzial bezeichne, die CDU hat da vor allen Dingen ja eine Besonderheit. Der Kollege von der CDU wird wahrscheinlich heute sagen, das sind alles meine Wähler, Das kennen wir als FDP zum Genüge. Ich glaube, es verändert sich was. Und das sehen wir auch sicherlich anhand der Piratenpartei. Ich will mal ein bisschen daran rein, was haben die anders gemacht? Die FDP hat relativ früh schon auf das Internet gesetzt.
vorletzte Bundestagswahlprogramm wurde schon im Internet erarbeitet. Die FDP hat sich als Mitmachpartei, also Partei, die nicht immer irgendeine Partei, Bildungspartei, keine Ahnung, oder Partei der besser gebildeten, sehr vorsichtig mit dem Begriff, das ist auch schon mal bei uns schief gegangen, sowas. Aber es ist immer der Versuch, schon auch mehr Bürgerbeteiligung zuzulassen, auch Bürger in den Inhalten und in den Themen mitzunehmen. Das funktioniert. Also Bürger sind im Internet recht munter. Du weißt nur nicht, mit wem hast du es da eigentlich zu tun. Also wie kommt denn dann auch in der Partei, wir sprachen eben über Wahlprogramme, auch Wahlprogramme müssen doch am Ende einen Prozess, einen Filterungsprozess, einen Meinungsbildungsprozess ausgesetzt gewesen sein, um eine gewisse Mehrheit zu finden. Und für diese Mehrheit oder für diese Programme kämpfe ich ja dann nachher auch. Natürlich versuche ich dann auch bei den Wählern dafür, für meine Meinung, Mehrheiten zu gewinnen. Wir haben aber erlebt, als etablierte Partei in den letzten Jahren, dass so gut wie wir unsere Themen auch gefunden haben und wie sehr auch, ich sag mal, die Meinungsforscher unterstützt haben, dass genau diese Themen im Moment den Menschen auf die Nägel brechen, dass in 3 Wochen dann anders aussehen kann. Und dann kommt dann noch hinzu, Ereignisse, auf die man in der Politik überhaupt keinen Einfluss hat. Fukushima hat die Kommunalwahl in Hessen vollkommen auf den Kopf gestellt. Ich will überhaupt keine Wahlerfolge schmälern, aber es sind singuläre, temporäre Ereignisse, die ein Bewusstsein beim Wähler für einen ganz bestimmten Fokus eines Themas jetzt auf einmal schärfen und sofort ein ganz anderes Stimmungsbild bringen. Ich halte es dann nur als einen Fehler, wie Politik in Teilen auch darauf reagiert. Die Bundesregierung hat an dem Atomausstieg eine 180-Grad-Wende vollzogen und Al-Qaida, der Wähler, hat es nicht verstanden und hat es auch nicht honoriert. Es ist jetzt nicht so, dass der Wähler dann gesagt hat, jawohl, die haben jetzt auch nicht ergänzt, sondern der Wähler geht weg. Worauf will ich hinaus? Es gibt immer weniger Erbhöfe. Die CDU ist immer noch dabei. Unsere Wähler, das sind alles Leihstimmen. Diese Erbhöfe werden zunehmend weniger, die Stammwähler werden zunehmend weniger und immer mehr bist du da eigentlich, ich würde die auch nicht unbedingt als Protestwähler bezeichnen, sondern das sind Wähler, die sich relativ schnell einer neuen politischen Gruppierung zuordnen oder einer Partei, die in die Zukunft eine Perspektive bietet, und sind aber auch relativ schnell enttäuscht, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Die FDP ist sicherlich ein Paradebeispiel dafür, wie sowas richtig schön in die Hose geht. Ja, so, bevor Frau Müller möchte ich eine kurze Reflexion machen, dann kommt Herr Kammerer Assaf und dann wollte ich nochmal Sie auffordern, dann auch mal die Fragen zu stellen. Wenn Sie das nicht machen, werde ich weiterfragen. So, aber jetzt, Frau Müller. Also nur ganz kurz dazu, und Fukushima. Also ich will nicht leugnen, dass vielleicht ein paar Prozentpunkte gesagt haben. Aber das eigentlich bedauerlich, dass nein. Worauf ich hinaus will, ist was anderes. Es geht nämlich darum, dass Politik nicht mehr als verlässlich wahrgenommen wird. Und das ist das Problem. Der Atomausstieg war konsens vereinbart, es gab ein Ausstiegsszenario und davon hat man sich verabschiedet mit Schwarzgeld. Und das war das Problem. Und dann kann man das auch nicht mal wieder kurz zurückholen. Das gleiche ist in der Solarförderung. Also wenn sie nicht verabredet werden, dann muss man sie auch einhalten, dass sich alle darauf verlassen können. Und ich glaube, das ist eher das Problem. Und nicht so singuläre Ereignisse, die noch mögen, dann noch mal ganz verstärken, aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass der eine oder andere über Schubwasser oder sonst irgendwas war eigentlich. Jetzt kommt die Also ich gratuliere den Kollegen, dass die FDP ihr Programm schon im Internet erstellt hat. Ja, nur das macht eben nicht ein Verstehen aus. Ja, also ich habe das Gefühl, dass viele Themen werden aufgegriffen, weil man eben in diesen Prozentzahlen denkt, ja, von Wahl zu Wahl, und hofft sich darüber eben seine Funde zu sichern. Sie hatten es sehr schön gesagt, und Frau Müller, ich glaube, die Politik hat an der Stelle, widerspreche ich Ihnen, glaube kein Problem mit der
Zuverlässigkeit, sondern mehr mit der Glaubwürdigkeit. Wenn nämlich wenn es darum geht, dass man eben, sag ich mal, ein bisschen auch wieder provokant die Atomlobby erst schützt, ja, in der Hoffnung, dass man da eben seine Wahlen von schützen kann. Und jetzt sieht man plötzlich, laufen die Menschen halt zu den Grünen und dann versucht man eben diesen Trend entgegenzuwirken, indem man halt diese Abmachung halt aufkündigt. Das ist eher das Problem, das Glaubwürdigkeit, aber nicht, dass man sich auf irgendwas verlassen kann. Und also ich sehe es ein bisschen anders an der Stelle, es mag sein, dass es vielleicht in der Konsequenz gleich aussieht, ja, aber ich glaube, die Motivation ist eine andere. Und das andere, wie gesagt, wir bewegen uns im Turbo-Modus auf eine Informationsgesellschaft zu. Ja. Jeder, der hier sitzt, hat irgendwas mit Informationen zu tun. Überall werden Informationen gesammelt. Die Zukunft, also das Information auch im Sinne von Bildung ist auch Information. Also wie stelle ich Menschen halt auch Information zur Verfügung oder eben nur einen bestimmten Kreis von Menschen? Das ist zwar alles schön, dass man sagt, ja, man hat sich jetzt Bildung als nächstes Wahlkampfthema irgendwie auf die Fahne geschrieben, aber wenn es dann darum geht, ja, was kostet denn das? Dann fängt man wieder ganz schnell an zurückzurudern und Abstriche machen, ja, aber dass Bildung eigentlich die Investition für die Zukunft ist und dass es da eigentlich überhaupt keine Diskussion darüber geben kann, wie viel es kostet, sondern weil es uns als Gesellschaft wichtig ist. Ja. Stattdessen hört man halt vielleicht auf, irgendwelche Prestigeobjekte in überbordenden Umfang zu finanzieren. Ja. Also Stichwort Stuttgart 21, ja, mal so am Rande. Aber das ist doch das Problem. Und, ja, das an der Stelle. Ja, herzlichen Dank. Ich würde ein Stichwort von Ihnen aufgreifen, nämlich Glaubwürdigkeit, weil ich das überleite zu einem weiteren wichtigen Part. Wenn Sie keine Fragen stellen, dann würde ich nochmal die nächste Baustelle aufmachen. Wie werden Parteien attraktiver? Wie können Sie mit jungen Leuten kommunizieren? Das heißt, wie kann man eine Kommunikation herstellen, ohne dass man sozusagen in die üblichen Parteigremien muss. Da sind natürlich die Piraten und sagen, ja, so eine Art Shootingstar, wie man das machen möchte oder kann. Jetzt meine konkrete Frage an alle Vertreterinnen und Vertreter hier, was machen Sie denn damit Parteien glaubwürdig werden? Es gibt ja so diese berühmten Umfragen dahin, ja. Ich komme sofort zum Ende und dann würden Sie Ihre Frage stellen. Was machen Parteien, damit sie glaubwürdig werden? Es gibt Umfragen, wo die Parteien ziemlich weit unten stehen. Das heißt also, es ist auch eine Frage der Kommunikation und das betrifft vor allem den Alltag und natürlich den nächsten Wahlkampf auch. So, aber ich würde Ihnen hier hinten, oder beziehungsweise wir sammeln jetzt mal, genau, weil die Zeit schreitet fort und Sie sind der Erste, dann Sie sind der Zweite. Und hier drei, vier, also wir würden dann sozusagen vier Wortmeldungen. Sie müssen etwas laut sprechen, damit auch erstens alle verstehen und zweitens, irgendjemand möchte das aufnehmen, das heißt, wenn Sie nicht im Radio vorkommen, dann haben Sie zu leise gesprochen. Ist klar. Also das Thema heißt ja Parteivorsitz der Bundestagswahl. Also wenn ich mal in Berlin war, guck mal für den Reichstag, da steht ja für das deutsche Volk, also dem Volke. Ihr seid ja dann, wenn ihr gewählt seid oder sie gewählt seid, sind ja die Vertreter des Volkes. Das heißt also, das Grundgesetz ist bindend für alle. Eine Anmerkung, ich meine, das ist ja schon viel erwähnt worden, auch die Agenda 2010 auf der anderen Seite, was nicht erwähnt worden ist, ist natürlich die Steuererlast für die Mövenpick-Kette, was die FDP verursacht hat. Für mich wäre auch als Frage spannend, wie kann ich die Nichtwähler organisieren? Das ist ein hohes Potenzial, ich schätze so 33-34%. Wie kann ich die mobilisieren, wie kann ich die an die Wahl bringen? So, vielen Dank. Ich habe erstmal drei konkrete Fragen an den Piraten und dann eine Frage an die Frau Botschaft von der SPD. Frage an Piraten, ich gehe dabei davon aus, dass Sie im letzten Jahr nicht auf dem Eisberg in der Antarktis gelebt haben, sondern in Deutschland. Erstens, sind Sie für einen Mindestlohn und gegebenenfalls, wie hoch soll der sein? Zweitens, was für einen Spitzensteuersatz sind Sie? Und drittens, der Messier, Verteidigungsminister, hat gerade letzten Tagen gesagt, Deutsche könnten im Prinzip auf
an Schlachtfeldern der Welt kämpfen, es gibt keine Tabus. Was halten Sie davon? Stimmen Sie dem zu? Das sind die Fragen, wenn man dieselben Fragen an die Linken gestellt hätte, man könnte sie ja noch stellen, die Zeit ist. Ich würde noch eine so konkrete Antwort geben. Frage an die Frau Gottschalk. Es wäre durchaus denkbar, dass es für Rot-Grün nicht reicht, aber Rot-Grün plus Linke, insbesondere die FDP, eine Mehrheit kriegen könnte. Das würde bedeuten, dass ein sozialdemokratischer Bundeskanzler gewählt würde, sozialdemokratische wichtige Forderungen erfüllt werden könnten. Es hat sich gerade jetzt der Parteivorsitzende beschwert über den Entwicklungsbereich. Könnte man mit den Linken machen, kann man mit der CDU nicht machen. Warum schließen alle drei Spitzenkandidaten der SPD so bestimmt aus eine Koalition mit der Linken, sind aber für eine Koalition mit der CDU? Gibt es mehr Gemeinsamkeiten zwischen SPD und CDU als zwischen SPD und Linken? Ganz herzlichen Dank. Ich würde jetzt noch hier diese beiden Fragen dazu nehmen und dann noch meine Runde hier machen. Also Michael Hexmann, ich darf einmal an den Herrn Dreyfus und an die Frau Gottschalk. Sie haben beide den Begriff soziale Gerechtigkeit gebracht. Der ist, als Sie hier in der Uni auch ein Teil einer Veranstaltung gewesen bei den Juristen. Was verstehen Sie also definitionsgemäß oder konkreter unter soziale Gerechtigkeit? Und da würde mich das interessieren vom Herrn Kabalay Assad. Was verstehen also Sie hier, kann ich mal sagen, unter sozialer Gerechtigkeit, weil das ist noch nicht diskutiert worden, aber auch bei die Frau Müller, was Sie unter sozialer Gerechtigkeit verstehen. Schwierige Frage. Aber ich habe eine Frage, die auch mit der Glaubwürdigkeit zu tun hat. Und zwar, wie weit glauben Sie überhaupt, dass Sie mit der Politik agieren können, also gestalten können, oder wie weit Sie eigentlich nur reagieren auf die ganzen Problematiken und Krisen, die so aufkommen? Und das hat auch mit Glaubwürdigkeit zu tun, weil wenn man nicht mehr agiert, also gestaltet und nur reagiert, dann geht die Glaubwürdigkeit natürlich verloren. Gut, dann machen wir hier noch eine, oder beziehungsweise wir nehmen es hier nochmal dazu und in der Hoffnung, dass man vielleicht noch eine zweite Runde zustande bringt. Und für so vor sollte da Schluss sein. Ja. Bitte. Eine Frage an Tumay. Wie siehst du es? Du gehst ja von Transparenz nach außen hin. Transparenz von den anderen. Aber wie sieht es mit der eigenen Transparenz aus zur Information derselben Partei? Na? Wie sieht es mit der Transparenz innerhalb der Partei aus? Du forderst die Transparenz von anderen, aber wie sieht es mit der inneren Transparenz aus? Ich denke an den Vorfall vom 18.06. Die Unterlagen hast du. Okay, herzlichen Dank. Der Kabbalah Asser weiß, was gemeint ist. Ja. Transparenz gehört auch okay, wer möchte beginnen? Sie haben die meisten Nachfragen bekommen. Oder wollen Sie nochmal nachdenken? Ich kann schon antworten, wenn ich jetzt den Abend allein gehe. Die Frage, die ich von Ihnen aufgenommen hatte, war, wie wir Piraten zu dem Thema Mindestlohn stehen. Also wir haben auf den letzten Bundesparteitagen offenbar auch dazu Position bezogen. Wir sind klar für den Mindestlohn, allerdings als Brückentechnologie zum sogenannten bedingungslosen Grundeinkommen. Eine Höhe haben wir nicht festgelegt, weil das etwas ist, was man nicht, also meiner Meinung nach einfach mal so festlegt, sondern das muss ja bisschen höher wird es ganz klar. Also ich unterstelle mal, dass etwas Angemessenes am Ende rauskommen soll. Was angemessen ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich an der Stelle einfach nicht die Fachkenntnis habe. Ja? Und so auch einfach sich im Detail angesehen. Das andere mit dem Thema Spitzensteuersatz, da haben wir keine Position zu. Das Thema mit dem, die dritte Frage, ich habe jetzt mir nur Schlachtfeld außerhalb. Warum kämpfen der Deutschen auf allen Schlachtfeldern, jemand in der Nähe? Also noch. Denken Sie da an die Spitzenpiraten in die Verteidigung? Ich weiß, ja. Also meines Wissens haben wir da keine offizielle Meinung zu. Es geht nicht mal. Aber
also so wie ich die Piraten bisher kennengelernt habe, sind die Lehrer ziemlich pazifistisch veranlagt. Ja. Aber das ist, sie haben nach einer offiziellen Parteimeinung gefragt, die haben wir so in der Form nicht. Dann war die Frage mit der sozialen Gerechtigkeit, die Definition, was ich darunter verstehe oder was die Piraten darunter verstehen? Beides. Das ist ein großer Unterschied. Also ich sage, fangen wir mit Piraten an. Das ist relativ kurz im Moment. Also diese Frage als solche, ich weiß es nicht. Es gibt Gruppen, also wir haben sogenannte Arbeitskreise, Soziales, die beschäftigen sich eben auch mit sozialen Themen, die haben auf Landes- und auch auf Bundesebene. Ich bin da nicht Mitglied, ich kann dazu nichts sagen, ob das jetzt in irgendeiner Form diskutiert wurde. Ich kann mir vorstellen, ja, aber ich kenne da an der Stelle nicht den Gegner, also wenig das Ergebnis. Für mich ist soziale Gerechtigkeit, also weil das ja der zweite Teil war, etwas, womit also Menschen menschenwürdig leben können, ja, in der Gesellschaft. Und nicht im Grunde genommen ihre Menschen oder ihren Wert, ja, wie sagt man, also dass die Menschen unwürdig leben. Ist vielleicht jetzt ein bisschen allgemein und schwammig, aber ich glaube, das ist halt auch was sehr Komplexes, was man nicht einfach in einem Satz zusammenfassen kann, um alles zu erschlagen. Ja, ansonsten diese anderen Fragen mit der Transparenz im Inneren. Ich muss gestehen, dass ich nicht auf dem Schirm habe, was jetzt am 18. Mann gefehlt, am 18.06. Am 18.06., aber das betrifft ja auch die allgemeinen Vorgänger. Ja, also grundsätzlich allgemein zu den Inneren, also wie die Partei im Inneren die Transparenz lebt, jeder kann an unseren Sitzungen teilnehmen, jeder kann. Die sind in der Regel öffentlich, also nur dort, wo es halt um personenbezogene Informationen geht, da wird es tatsächlich aus Datenschutzgründen halt erstmal nicht öffentlich diskutiert, aber das ist ein absolut minimaler Punkt. Und ansonsten den Rest, also Protokolle stehen im Internet, also jeder kann sich halt darüber informieren. Und der andere Punkt, da kann ich jetzt erstmal nichts zu sagen. Also ich würde vorschlagen, dass Sie machen das hinterher sozusagen zusammen für uns weiter. Wir müssen jetzt auch weitergehen. Ja, es ging damals um eine öffentliche Fraktionssitzung oder die Parteien. Aber das ist sehr speziell. Ich würde auch Frau Gottschalk jetzt bitten, sozusagen den Stab zu übernehmen. Genau, ich habe auch ein paar Fragen gehabt. Ich gehe jetzt erstmal direkt darauf ein. Die Frage von Ihnen, Rot-Grün reicht nicht, warum nicht mit der Linken? Warum das so ausgeschlossen wird. Sag mal, ich habe überhaupt keine Berührungsängste. Ich gehöre ja auch zu den Abgeordneten, die in Hessen ein rot-rot-grünes Bündnis eingegangen wären. Und wir haben da auch in unserem Jahr gestaltenden Mehrheit ja auch ordentliches geleistet. Zum Beispiel haben wir die Studiengebühren abgeschafft. Das dreht auch keiner mehr zurück. Es ist dann schiefgegangen, hessische Verhältnisse. Aber zurück auf die Bundesebene. Da muss ich sagen, ich sehe es nicht, dass das klappen könnte, weil mir da ganz einfach die Realpolitik fehlt. Also da ist bei der Linken im Bund ist sehr viel Wünsch dir was dabei, aber wie soll es in Wirklichkeit später mal umgesetzt werden? Und ich bin auch wieder bei der Machtposition. Also von daher, auch der letzte Parteitag hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man sagen könnte, das wird vielleicht in nächster Zeit ein wenig besser. Also bei den Linken ist es ja so, dass die Wählermassen, sag ich mal, aus dem Osten kommen, die Linken wählen, aber doch hier sehr ja, etwas unrealistisch orientierte Politiker aus dem Westen dann doch da die erste Geige spielen. Also wenn die sich realpolitisch besser aufstellen, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Zweiter Punkt. Nichtwähler mobilisieren, war ja auch gefragt worden. Das ist ein Dauerbrenner. Also da müssen alle Parteien ran, da spielt die Glaubwürdigkeit eine große Rolle. Da spielt eine Rolle, welche Themen man setzt. Vor allen Dingen aber auch, wie Politik erklärt wird, wie Politik auch in den Medien rübergebracht wird. Da muss sich aber jede Politikerin und jeder Politiker wirklich einfach verpflichtet fühlen. Um jeden einzelnen Wähler werben. In anderen Ländern sterben Menschen dafür oder würden dafür sterben, um wählen zu können. Und deswegen ist es ärgerlich. Und
aber es ist schwierig. Eine dritte Frage war eigentlich auch wegen der sozialen Gerechtigkeit gestellt worden, das war von Ihnen, also ich sag mal, ich umreiße das mal mit ja, Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, zum Beispiel in der Bildungspolitik, aber auch zum Beispiel in der Gleichstellungspolitik, also wir brauchen dringend, Gesetze haben wir auch schon eingebracht, um eine Lohngleichheit für Frauen herzustellen. Wir haben es im Grundgesetz stehen, aber es ist immer noch nicht umgesetzt. Also das verstehe ich auch darunter. Natürlich auch gute und faire Arbeit, aber insbesondere auch Mindestlohn. Aber insbesondere hat es natürlich was mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun. Und ich denke auch, das ist so ein Punkt, der gerade jetzt die Leute ja auch auf die Barrikaden treibt im Hinblick auf ESM und Fiskalpakt. Viele wollen ja wirklich durchaus solidarisch sein, sehen aber dann auf der anderen Seite, dass angeblich die Banken da in Reibach machen und auch hauptsächlich erst in diese Situation gebracht haben. Und deswegen ist es ja auch gut, dass jetzt erstmals diese Finanztransaktionssteuer mit in diesem Paket mit verhandelt wurde. Ja, herzlichen Dank, Herr Müller. Genau, dann war einmal die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit und ob man nur noch agiert oder reagiert. Also soziale Gerechtigkeit würde für mich bedeuten, dass ich jedem Kind, egal welcher sozialen oder ethnischen Herkunft, die gleichen Chancen gebe, auch einen Berufsabschluss zu kriegen und ja, eine gesellschaftliche Teilhabe zu haben und auch den Schritt der Daseinsvorsorge ernst zu nehmen, nämlich gleiche Lebensverhältnisse zu gleichen Orten. Das wird nicht immer überall gleich gehen. Also ich bin ja für den Verkehr zuständig und da muss man schon auch manchmal die Frage stellen, der ländliche Raum sozusagen weg, wie kann man da noch Mobilität aufrechterhalten, muss es dann immer der Bus sein oder andere Formen. Also die Frage, wie kann ich möglichst Dinge aufrechterhalten, die eine Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe sind. Das würde für mich zu dem Begriff soziale Gerechtigkeit dazu gehören. Also zur Frage des Agierens oder Reagierens, da muss man die Ebene unterscheiden. Also oft muss man auf der Bundesebene, wenn es jetzt gerade um ESM und Fiskalpakt ging, auch Vertrauen ein Stück weit und dann versuchen, ja, die richtige Entscheidung zu treffen für was Größeres. Aber Politik ist das große dicker Bretter, sage ich immer, und das fängt im Kleinen auch an. Und wenn man an dem dran bleibt, erreicht man auch was. Ich habe immer so ein schönes praktisches Beispiel, hier die Haltestelle Querlee, aus Kassel kommt Handy vielleicht. Generationen von Ortsbeiräten wollten diese Haltestelle und es hat nur funktioniert, weil man fraktionsübergreifend immer an diesem Thema dran geht. Also man kann auch agieren, manchmal muss man halt aufgrund von äußeren Gemeinden auch einfach nur noch reagieren. Was war es noch? Mobilisierung? Ja, das ist eine gute Frage, wenn man wüsste, wie man Leute mobilisieren kann zu wählen, weil Demokratie ein hohes Gut ist. Frau Goldstein hat es auch schon gesagt, in anderen Ländern wird nicht gewählt. Oft sind auch viele frustriert, weil ja, durch die Medien geht, ah, da kann man sowieso nichts machen. Also die da oben entscheiden und wir müssen das sozusagen aushalten. Aber wenn man ein bisschen mehr Aufklärung auch in den Schulen ganz früh anfangen würde, was Politik auch heißt und wo man sich engagieren kann und mitmachen kann, von Jugend an und nicht nur über sich bestimmen lässt, ich glaube, dann könnte man schon was tun. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube auch, Herr Wenders hat auch einige Fragen bekommen. Und, ja, bitte sehr. Ich würde ganz gerne in Anbetracht der Zeit vor allen Dingen auf die Frage Glaubwürdigkeit eingehen, weil das ist für mich eigentlich die zentrale Frage über den ganzen Abend hinweg. Wie kann Politik Glaubwürdigkeit erringen für ihre Themen, um dann nachher auch zu gestalten? Und die Glaubwürdigkeit, bitte, dass Sie mich jetzt nicht falsch verstehen, ich möchte hier an dieser Stelle nicht jammern, aber wir müssen über die Rolle der Abgeordneten an sich nachdenken. Wir brauchen selbstbewusstere Parlamente. Wir brauchen selbstbewusste Parlamentarier. Wir brauchen selbstbewusste Abgeordnete, vor allem die, die die Regierung tragen. Ich habe es erlebt, seitdem ich der wirtschaftspolitische Sprecher bin, in einer Fraktion, die wir selber auch den Minister stellen, dass man einen schweren Stand bekommt als Abgeordneter, die Rolle des Volksvertreters auch wirklich im Parlament durchzusetzen, gegenüber der Regierung, die man als Abgeordneter zu kontrollieren. Eine Rolle, die will ich Ihnen erklären. Sie kommen in eine Veranstaltung hinein und Sie haben 100 Funktionsträger, 1000 Funktionsträger. Sie sind erste Staatsgewalt.
Wer wird begrüßt? Der Staatssekretär, der Abgeordnete aus dem Ministerium, also der Abteilungsleiter aus dem Ministerium oder der Staatsminister? Sie spielen als Abgeordneter immer eine Randfigur. Wenn Menschen, wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht die Rolle der Mandatsträger stärken, indem sie selber persönlich den Rücken stärken, auch in der Anerkennung dessen, was sie leisten, dann kommen wir auf eine schiefe Bahn und das ist Ursache dessen, was wir hier oft jetzt kritisiert und heute Abend diskutiert haben und das wird alle Fraktionen, egal welcher Fraktion sie angehören, immer dann erleben, wenn sie selber die Regierung tragen. Ich bin übrigens sehr dafür, dass man die Zeit als Abgeordneter, einen Job, den man auf Zeit bekommen hat, dass man die Legislatur beschränkt. Das soll heißen, dass man als Abgeordneter vielleicht für zwei Legislaturen kandidieren kann, aber dann bitte wieder zurück muss ins Realleben. Ich glaube, wenn man solch einen, ich sag mal, starken Durchfluss an Abgeordneten, die dann auch ja, ich sag, in einer Berufswelt verankert sind, stärker wieder in die Parlamente hineinbekommen würde, dass sie die Parlamente dort stärken können, dass Menschen verstehen, dass sie sich auch in der Politik, in einer Partei engagieren können, auf Zeit zu einem Mandat vorlegen können und mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein dann in der Regierung auch gegenüber werden. Das sage ich durchaus auch sehr selbstbewusst. Ja, herzlichen Dank für das engagierte Reden, die Stärkung der Parlamente und dafür auch der Bund. Herr Davis, herzlichen Dank für die ganze Reihe von Fragen. Ja, bei der Glaubwürdigkeit der Partei mache ich das ganz einfach. Ausnahmsweise mal, weil es auch spannend ist. Ich unterschreibe jeden Satz und jedes Wort, was mein Nachbar von der FDP zu dem Thema gesagt hat, ausdrücklich als Linker, weil ich das genau richtig beschrieben habe, sozusagen, was ein Teil jedenfalls des Themas Glaubwürdigkeit anbelangt. Finde ich völlig richtig. Mehr brauche ich dazu sagen. Zweitens, soziale Gerechtigkeit ist auch schon viel gesagt worden, muss ich auch nicht das alles nochmal wiederholen. Ich will vielleicht darauf hinweisen, natürlich ist diese Frage von Existenzsicherung ein zentraler Teil von sozialer Gerechtigkeit. Dabei geht es aber um mehr wie nur um materielle Existenz. Es geht auch um den Zugang zu Bildung, es geht um den Zugang zu Kultur. Wenn ich quasi nur als Beispiel angucke, wie eben Menschen quasi ins Hartz-IV-Regime gezwungen werden oder gezwungen wurden, wie die darum kämpfen müssen, sozusagen eine Eintrittskarte fürs Theater bezahlt zu bekommen, einmal im Monat ins Theater gehen zu können, ohne sich eine Tageszeitung erlauben zu können. Nur als Beispiel. Das sind alles Dinge, wo dieses Prinzip soziale Gerechtigkeit derzeit wirklich völlig auf den Kopf gestellt wird, mit Füßen getreten wird, wo sehr, sehr viel notwendig ist, um einfach gleich nochmal eine Größenordnung zu nennen, wo das bei mir jedenfalls anfängt, soziale Gerechtigkeit, Existenzsicherung in Menschenwürde. Ich orientiere mich immer an der Fändungsfreigrenze. Das ist so etwas, was in einem ganz anderen Politikbereich oder Wirtschaftsbereich geschaffen wurde, um Menschen davor zu schützen, sozusagen, dass sie nicht alles weggepfändet kriegen, wenn sie selbst durch eigenes Verschulden in die Schuldnersituation geraten sind. Die Pfändungsfreigrenze liegt derzeit bei knapp 1000 Euro in Deutschland. Das ist zum Beispiel so eine Größenordnung, auf die man sich mindestens verständigen müsste, wenn man tatsächlich diesen Begriff Existenzsicherung in Würde ernst nehmen würde. Wollte. Das gilt dann aber zum Beispiel für den Arbeitslosen, für die Hartz-IV-Empfänger, genauso wie umgekehrt beim Mindestlohn und dann kommen wir nach Mindestlöhnen bei einer Arbeitszeit von 40 Stunden etwa, der irgendwo zwischen 10 und 12 Euro liegt, je nachdem. Das sind nur Größenordnungen, um es einfach auch an Beispielen deutlich zu machen. Und eine letzte Bemerkung nochmal zu der Frage, wie agiert oder reagiert, und der letzten Frage, die gestellt wurde. Ich hatte vorher schon mal etwas zum Thema Rolle der Finanzmärkte und Verhältnis zum Parlament und zur Regierung genannt. Wenn man nur als Beispiel nochmal als Bundestagsabgeordneter den letzten Freitag erlebt hat, auf welche Art und Weise eine Regierungskoalition selbst nicht wusste, ich bin Mitglied des Wirtschaftsausschusses, meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftsausschuss, egal, CDU, FDP oder wer auch immer, wusste nicht, welche Vorlage tatsächlich sozusagen zur Abstimmung steht, beziehungsweise was durch die nächtlichen Verhandlungen in Brüssel sich tatsächlich an dieser Vorlage faktisch bereits geändert hat. Trotzdem haben sie alle, bis auf uns und einige Aufrechte aus der SPD und von Grünen, einzelne Abgeordnete, diesen, wie ich glaube, wirklich verhängnisvollen Beispiel eben nicht mehr zu agieren, sondern nur noch zu reagieren, in dem Fall jetzt was die Runde in Brüssel ausgehandelt hat, auf Wunsch der sogenannten Märkte.
da kann ich nur sagen, das wäre, das sind genau die schlechten Beispiele. Ja, ganz herzlichen Dank. Frau Gottschalk, ich wollte noch eine kurze Bemerkung machen. Ganz kleine Kurzintervention nur. An der Vorlage hat sich nichts geändert durch die Beschlüsse in Brüssel. Genau das haben wir nicht beschlossen nach Freitagabend, nämlich dass die Beamten direkten Zugang haben zum ESM. Das hat zwar Frau Merkel verhandelt, aber das ist keine dritte Beschlusslage gewesen. Dafür muss es sich jetzt mehrheiten. Wir sind ja hier unter Schlagzeilen der Brüder Grimm, ne? Den Märchen. Ja, wir sind an unser zeitliches Ende gekommen, aber nicht an unser Erkenntnisende, sondern ich würde es jetzt sehr spannend finden, weiter zu diskutieren, aber es geht leider nicht. Und ich hätte noch eine ganze Reihe von Fragen und auch von Themen, die wir aufgreifen können. Aber wir sind schon, glaube ich, ganz gut einen Punkt angelangt, wie schwierig es für Abgeordnete in der Tat heute ist. Und die große Herausforderung, die wir hier diskutiert haben, war natürlich, wie können Parteien in der Gesellschaft attraktiver werden, weil in Parteien geht es nicht. Und Parteien sind natürlich nicht nur Machtorganisationen. Parteien, wir wissen das auch, Parteien stehen auch mit einem Bein in der sogenannten Zivilgesellschaft, also das sind ja auch gesellschaftliche Organisationen. Das heißt, man braucht sie schon. Nur die große Frage ist, wie können Parteien besser kommunizieren, dass sie vielleicht so ganz viele Leute zu Hause bleiben und sagen, ist mir egal. So, ja, ganz herzlichen Dank hier für Sie auf dem Podium, Herr Reibes, Frau Gottschalk, Herr Kamerawasser, Herr Lenders, Frau Müller, für die Beiträge, für das Herkommen an die Universität. Das ist ja immer auch schon eine spannende Geschichte, wenn sozusagen Personen aus dem realen Leben an die Universität kommen, die dasselbe wie ich, wie es wirklich soll. Und wir nicht immer nur Texte studieren müssen, sondern Sie auch erzählen können, wie es wirklich im Parlament zugeht. Und ganz herzlichen Dank auch an Sie, die Sie Fragen gestellt haben, die Sie hergekommen sind, die Sie zugehört haben. Und ja, einen schönen Abend auch.